Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zur Quarantäne-Show am Dienstag, dem 23. Juni 2020. Ich bin sehr glücklich, dass ihr heute Abend hier seid, dass ihr auch heute, an diesem schönen Sommerabend, bei mir seid, bei uns seid, denn heute Abend möchte ich mit einem meiner Lieblingsgäste sprechen, sofern es das Internet und die Internetverbindung zulässt, denn wir haben schon gefühlte 38 Versuche hinter uns, gemeinsam ein Gespräch zu führen. Jetzt bin ich offenbar, wenn ich den Urteilen der Community glauben darf, vollkommen synchron. Ich bin jetzt synchron mit mir selbst, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn sich das ändert, dann kann es nicht mehr an mir liegen. Dann liegt es an meinem Gast. So, das ist die Wahl. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn mein Gast dazukommt. Es ist überraschenderweise mal wieder Oliver Kalkofe. Hallo! Hallo! Da bin ich mal wieder. Und ich habe dich eben super gehört gerade. Ganz toll. Wir probieren es einfach. Wenn es gar nicht hinhaut, verabreden wir uns neu. Aber ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach und gucken, ob es irgendwie hinhaut. Ich habe keine Ahnung, wie es kommt. Aber eigentlich sollte entweder es ist ein Telekom-Problem oder es ist ein Vodafone-Problem oder beides. Aber ich sitze direkt vorm Router und gerade eben war ich synchron. Ich hoffe, es bleibt so. Wir versuchen unser Bestes. Das ist halt, ne? Wir leben in schwierigen Zeiten, ja. Das wissen wir. Und vor 8 Wochen schien es uns noch besser zu gehen, obwohl wir das auch nicht gedacht hätten. Aber die Technik auf jeden Fall hat sich nicht verbessert in der Zwischenzeit. Aber nee. Ich fange mal einfach an zu sprechen. Wenn es Probleme gibt, musst du sagen, wie gesagt, ich höre dich immer nur so ein bisschen verzögert. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es sich vielleicht noch fängt im Laufe der nächsten Minuten, weil da es ja eben mal ein paar Sekunden funktioniert und dann mal wieder ein paar Sekunden nicht, vielleicht kommt es noch. Was ich aber sagen wollte schon mal ist, wir haben vor 8 Wochen haben wir den Talk gehabt, als noch das Internet funktionierte. Und wenn ich jetzt überlege, erstens mal, es kommt für mich, fühlt sich das gar nicht so lange an, dass es so eine lange Zeit war. Aber wenn ich jetzt überlege, über was wir damals so geredet haben und was inzwischen passiert ist und wie sich inzwischen die Welt wieder verändert hat, dann bin ich in vielerlei Hinsicht aber auch etwas schockiert und überrascht, weil ich dachte so, nur als ich vorhin überlegt habe, worüber wir halt geredet hatten und was wir heute für Themen haben, dann ist es ja eigentlich so, dass man gar nicht weiß, womit man anfangen und aufhören soll, weil überall in der Welt scheint es ja, dass neben dem Virus auch so Irrsinnsherde aufgeplatzt sind und der Wahnsinn um sich greift und man irgendwie gar nicht mehr weiß, wo man sich befindet und zwischen Verzweiflung und man will einfach gar nichts mehr hören und gar nichts mehr mitbekommen, weil man hat, also ich habe fast Angst jeden Tag wieder, wenn ich morgens aufwache und gucke, was ist denn jetzt passiert, weil dann wachst du auf und hörst, in Stuttgart haben sie randaliert, da ist es da und da in Coesfeld und in der Ecke, da ist schon wieder eine Fleischfabrik schon wieder und jetzt haben wir schon da wieder schon 1000 Infizierte und da ist wieder und Trump ist wieder unterwegs und das, und, also ich bin gerade in so einer ganz schwierigen Situation, um mich irgendwie so zurechtzufinden, weil das habe ich vor 8 Wochen nicht gedacht, dass es so irre wird und so furchtbar zum Teil. Hast du nicht erwartet? Ich hatte so das Gefühl, oh Gott, das wird alles kein gutes Ende nehmen. Ich habe irgendwie gedacht, das wird in irgendeiner Form wird das schiefgehen. Und jetzt haben wir so jetzt so langsam bricht sich das alles Bahn. Und jetzt das Gefühl, alles, was in diesem Lockdown so unter dem Teppich war, irgendwie so durch diese ganzen Einschränkungen, war das war wie so eine Ruhe vor dem Sturm. Es war alles so ruhig, es war alles so, man dachte so, okay, die sind irgendwie alle so vernünftig, was sind wir nicht für ein vernünftiges Land? Wir halten uns alle an die Vorgaben, wir verstehen, was uns gesagt wird, wir versuchen es nachzuvollziehen. Und jetzt merkst du plötzlich, an allen Ecken und Enden kommt jetzt wie so die geballte Aggression raus, die sich in diesen Wochen so angesammelt hat. Und alle tillen. Und es sind ja irgendwie ganz unterschiedliche Felder, die da jetzt plötzlich wie so Vulkane aktiv werden. Und ich finde es
Ich finde es komplett, ich finde es komplett befremdlich. Ich finde es auch schockierend. Aber ich finde es irgendwie auch nachvollziehbar, dass dieser Lockdown oder dieser Shutdown und diese Episode der kurzen Vernunft kein Abbild unserer Wirklichkeit sein konnte, sondern nur eine Momentaufnahme des schockierten Schweigens angesichts einer Situation, von der man nie gedacht hätte, dass sie eintreten wird. Und dass das irgendwann wie so Dreck unterm Teppich hervorkommt, den man wochenlang da drunter gelassen hat und nicht irgendwie weggeputzt hat, das war mir fast, das habe ich fast irgendwie geahnt und befürchtet. Ja, ich habe auch, also sagen wir mal so, damals schwankte ich ja auch zwischen in vielen Phasen mal zwischen, ich habe es ein bisschen positiv gesehen, also so der naive Gedanke, wie, vielleicht lernen wir alle daraus, vielleicht bewegt sich was in unserem Kopf, was es auch getan hat. Also davon mal jetzt abgesehen natürlich, aber ich hatte es mir positiver allgemein gewünscht und erhofft und hatte so in den paar Momenten, die so am Anfang lagen, wo wir alle ja dazu gezwungen waren, uns plötzlich wieder neu zu ordnen und das Leben innerhalb weniger Tage ganz neu irgendwie für uns auch zu justieren, da hatte ich ein bisschen auch so, so die Hoffnung, wie ja, naja, vielleicht lernen wir daraus, es wird alles besser. Im Moment ist es wirklich so, dass wir jetzt erstmal, glaube ich, durch diese Phase mit dieser Aggression durchgehen müssen. Und das ist ehrlich was ganz schwierig ist, weil Aggression kann man immer schlecht beherrschen. Und im Moment sieht man, dass dass jetzt das, was den Menschen ausmacht, irgendwie zurückkommt. Also der Mensch ist ja einerseits, ne, wenn wir im besten Fall sagen wir mal, der ist vernunftbegabt, der ist verständlich, der ist klug, der hat einen Intellekt, der kann ja ganz viel, theoretisch. Aber dann siehst du ja auch, der Mensch ist auch ein wildes Tier und der ist auch sehr bekloppt und er ist eben sehr schnell gewalttätig und er ist eben sehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Und das anders als ein Tier, dem es also ums Überleben geht, sondern hier eben auch der Mensch, dem geht es um Wohlstand, um Meinung, um seinen Status und ähnliche Dinge. Und das bricht jetzt gerade alles Bahn und das macht mir eben auch wirklich gerade Angst, weil das ist nicht so kontrollierbar. Und wenn du dir die verschiedenen Quellen, also die verschiedenen Brennpunkte, die jetzt so sind, und da sage ich jetzt mal nur, wenn man jetzt nur die letzten Tage nimmt oder die letzten zwei Wochen, dann ist das hier in Deutschland dann wieder eben sowas wie der Tönnies-Fall, dann ist es sowas wie eben wie die Menschen jetzt gerade mit dem Lockdown oder dem eben nicht mehr vorhandenen umgehen, wie achtlos viele wieder werden, was so alles bei, wie die Leute aufeinander zugehen, die Verschwörungstheoretiker, die Randale in Stuttgart, dann das, wenn du nach Amerika gehst, was der Floyd-Fall, Trump, der immer irrsinniger wird, was man sich überhaupt nicht mehr, finde ich, also in den kühnsten Satire-Träumen überhaupt nicht hätte jemals vorstellen können. Also es wird wirklich so viel, aber das sind wirklich so große Herde. Ich bin einerseits sehr glücklich, dass nicht inzwischen schon mehr passiert ist, weil ich muss sagen, dass ich gerade, wenn ich nach Amerika gucke und so, schon gedacht hätte, dass viel mehr passiert. Alle Fälle, die da waren, waren furchtbar. Alles, was man gesehen hat, sind Bilder, die ich mir nie zu träumen, zu Albträumen gewagt hätte. Aber da dort ja eben auch noch viel mehr Waffen und noch eben viel mehr Aggressionspotenzial bei vielen eben vorherrscht, hätte ich eigentlich fast befürchtet, dass es noch viel schlimmer wird. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch passiert. Also davor habe ich nämlich wirklich auch Angst. Sowohl dort wie auch bei uns überall. Also das kann, man sieht es, wie schnell das gehen kann. Wenn du siehst, dass in Stuttgart, der eigentlich, sagen wir mal so, vom Gefühl her einer der spießigsten, ruhigsten Städte, also wir hätten in Berlin, klar, aber wer hätte denn damit gerechnet, dass in Stuttgart einfach so aus dem Nichts heraus, ohne einen politischen Anlass oder so, den es gab, plötzlich so eine Aggressionswelle aufflammt. Ja, das sollte uns erstmal schon mal so ganz grundsätzlich zu denken geben. Also zu Stuttgart, das ist wirklich erstaunlich. Das hat mich ein bisschen erinnert an die Zeit, als überall der Hass auf Flüchtlinge sich Bahn brach und du immer gedacht hast, der Hass auf Menschen mit Migrationshintergrund ist immer dort am größten, wo gar keine Menschen mit Migrationshintergrund sind, nämlich in der ostdeutschen Provinz. Da ist irgendwie die Ablehnung am größten. Und so ist es jetzt, wo du denkst, in einer Stadt, die so wohlhabend ist, einer der wohlhabendsten Deutschlands, in einem der wohlhabendsten Bundesländer, passiert sowas in einem Bundesland, in dem sonst an jeder Ecke irgendeine verkackte Polizeistreife steht.
einfach nur so, weil man das Geld hat und weil die nicht wissen, was sie machen sollen, weil sowieso nichts los ist, ausgerechnet da knallt es plötzlich. Und weil irgendwelche sogenannten Party-People da aufeinander losgehen und die Polizei das überhaupt nicht im Griff hat. Und das finde ich schon, frappierend. Aber es ist ja häufig, es bricht ja häufig sich genau dort Bahn, wo du eben nicht damit rechnest. Und das ist eben in diesem Fall in Stuttgart so. Wobei ich da gar nicht so sicher bin, ob das wirklich in irgendeiner Form, ich weiß nicht, inwieweit das einen ernstzunehmenden politischen Hintergrund hat oder inwieweit es einfach die Chance war, die Gelegenheit von Leuten in dieser Szene da einfach mal auf die Kacke zu hauen, weil es die Situation ergeben hat. So Gelegenheit macht diebemäßig. Da bin ich gar nicht so sicher, inwieweit das konzertiert ist oder irgendwie eine Aussage über Stuttgart zulässt. Ich glaube nicht, dass da, also vom Gefühl her, weil man weiß es ja nicht, es ist ja auch nicht, es ist jetzt nur Meinung oder nur das Gefühl, dass ich nicht glaube, dass das wirklich einen politischen Hintergrund hat, sondern dass ich auch wirklich glaube, das war dieser Frust, der rausbrach. Und das darf man ja auch bei den ganzen Geschichten immer nicht vergessen. Also egal, ob es die für uns in Berlin schon üblichen Randalen sonst am 1. Mai sind oder in Hamburg bei dem GSG-9-Gipfel damals oder eben wenn jetzt die Plünderungen in Amerika, die jetzt stattfanden. Der Anlass ist immer ist in den Fällen ein politischer, aber ich glaube, ein großer Teil derer, die eben dann wirklich diese Sachen machen, die uns dann alle eben erschüttern und die auch eben das ganze Problem bringen, das dann in dieser Form darüber diskutiert wird, das sind ja meistens Menschen, die nicht eben aus politischem Anlass handeln, sondern die hängen sich daran und die sind froh, dass sie sich einem Mob anschließen können und einfach mal dann eben für ihren, also entweder was kaputt machen können oder was zerstören können, was stehlen können oder sonst was. Ich glaube, das sind ja am wenigsten die Menschen, die wirklich dahin gehen, weil sie eine Aussage haben, weil sie irgendetwas aussagen wollen, weil dann, so blöd sind die ja nicht. Die meisten, die wissen ja schon, so können wir das gar nicht. Sondern das ist ja immer, ist ja auch beim Fußball. Also das ist ja auch die ganzen Hooligan-Aktionen, die da passieren. Das sind ja jetzt nicht die wahren Fans, sondern die nutzen eine Masse aus, um ihre Aggression, die sie haben, loszuwerden. Und hier in Stuttgart hat man gesehen, da musste diese Aggression aus irgendeinem Grund raus, aber es gab eben gar keinen Hintergrund, an dem man sie heften konnte. Da war es dann einfach aus irgendeiner Geschichte heraus, wo und es hat sich dann eine Welle entwickelt. Da dachten die, oh, wenn die anfangen, machen wir einfach mit. Und wenn du in der Masse klopfst, dann ist das nicht so schlimm. Und wenn du in der Masse bist, dann findet dich keiner und dann kannst du weitermachen. Und das ist halt so gefährlich. Da sieht man aber auch in klein, wie einfach die Menschen halt zu manipulieren sind. Und das ist eben im Großen noch einfacher. Egal, ob du das dann eben durch konzertierte Medienaktionen, über einfach Behauptungen aufstellen, über Twitter oder sonst was. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Und in schnell siehst du es mal, wie es innerhalb von Sekunden passieren kann, war da. Einfach einer fängt an, ach, machen wir doch mal mit. So glaube ich, ist vom Gefühl her, glaube ich, da losgegangen. Und das zeigt uns nur, wir müssen eben wirklich so aufpassen, weil diese Möglichkeit oder sagen wir mal, dieser Funke, der muss nur einmal entzündet werden und es kann explodieren. Und wir sind gerade in einer Zeit, wo so viel Funken wie fast nie irgendwo nur darauf warten, dass sie explodieren können. Und man sieht, wie dünn diese kleine Decke oder diese dünne Decke namens Zivilisation ist. Ne? Und wo du eigentlich dachtest, wir sind im 21. Jahrhundert, erst recht im Jahr 2020, echt einen ganzen Schritt weiter und wir haben ein bisschen was verstanden und wir sehen, es geht der Schritt zurück in die Barbarei geht so schnell und du musst nur einen Anlass haben und Leute sind zu Dingen bereit, von denen du dachtest, nee, das kann nicht wirklich das 21. Jahrhundert sein, in dem wir doch angeblich so weit sind und so viel verstanden haben und so viel aufgearbeitet haben. Aber es muss nur eine minimale Verrückung der Normen stattfinden, wie jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Und schon ist die Bereitschaft, völlig durchzudrehen, riesig. Und jetzt stell dir vor, es gäbe eine zweite Welle. Es käme nochmal so eine Situation. Was das erst... Also wir wissen ja noch gar nicht, was wirklich diese Situation eines Shutdowns
tiefenpsychologisch in Menschen angerichtet hat. Also was das wirklich für Spätfolgen hat, was das wirklich was da wirklich abgegangen ist, auch in Familien, zu Hause, bei Leuten, die einsam waren, die alleine waren, egal wo. All das überschauen wir ja noch nicht. Wir haben noch überhaupt kein Gefühl dafür, was die langfristigen Folgen sein werden. Und vielleicht zeigt so ein Stuttgarter Ausbruch auch einfach, dass die Gelegenheit da war, dass das aber so ein Shutdown und dann ist wieder alles normal, dass es eben so einfach auch nicht wegzuarbeiten ist und auch nicht wegzudiskutieren ist, sondern dass das eine ganz andere Aufarbeitung braucht und dass die tiefen psychologischen Folgen des Ganzen auch mit ein paar Ratgeberbüchern von wegen wir alle können von der Krise profitieren, nicht erledigt ist, sondern dass das etwas anrichtet, eine Dimension, die wir weder verstehen noch antizipieren können, weil sie so neu ist, weil sie so einmalig ist. Ja, ich glaube, da hast du recht. Ich glaube, das ist wirklich der Punkt, den wir überhaupt nicht bedacht haben. Also es wurde, als das alles, als das begann und wir in diese Krise reinrutschten, wurde schon viel darüber spekuliert, wie sich bestimmte Dinge ändern werden, weil sich die Wirtschaft verändert, weil sich unser Denken in einigen Punkten verändert, weil wir einige Dinge langfristig überlegen müssen und so. Das stimmt ja. Dann haben wir aber auch gesehen, wie schnell man wieder bereit ist, einfach auf Sachen, die man vorher gelernt hat, also die auch wieder aus dem Gedächtnis zu löschen und das wieder ganz schnell anders zu machen, weil man einfach wieder die gefühlte Normalität von vorher haben möchte. Aber dieses, was wirklich in der Zeit mit den Menschen, in der Psyche, in der Gesellschaft und so weiter passiert ist und was daraus wird, das ist ehrlich was wir, glaube ich, noch ganz, also wo wir noch viele meist wahrscheinlich unangenehme Überraschungen erleben werden. Und wir sehen ja auch vor allem jetzt, und das ist ja auch dann so furchtbar, an einigen Punkten, wo wir merken, wow, eigentlich hat sich jetzt ein Gedankenprozess ein bisschen in Gang gesetzt. Also bestimmte Dinge, über die wir vor 3-4 Monaten noch gesprochen haben und die eben als unmöglich galten, also schnell irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die Wirtschaft runterzufahren, dass weniger, dass man darüber redet, wie wird das mit den Preisen fürs Fliegen und Bahnfahren und so weiter und so fort. Vieles wurde uns aus der Hand genommen und plötzlich haben wir gesehen, oh, es geht. Es geht ja plötzlich auch trotzdem. Man muss gar nicht so viel fliegen, man muss gar nicht so viel dieses machen, man muss gar nicht so viel jenes machen. Also da hat sich ja vieles so entwickelt. Dann sehen wir aber, wenn gleichzeitig natürlich trotzdem ein Großteil der Menschen gar nicht sich überlegt, wie es anders gehen wird, dann hast du halt so einen Fall wie die Tönnies-Geschichte, wo du halt jetzt zum zweiten Mal, ist ja jetzt das zweite Mal schon, dass so ein großer Fall, aber nur hier jetzt nochmal viel extremer, dass du siehst, wo es dann eben, wo wir eben landen, wenn wir wirklich aber all dieses einfach weitermachen und wenn wir auch einfach lügen und wenn wir einfach zu unserem eigenen Vorteil schon sehen, wie ja, wird schon alles, ist alles nicht so schlimm. Ja, ich verstehe das mit den Regeln und so, aber ich muss mich ja nicht dran halten. Das machen wir, wenn die anderen das machen, ist das schon okay. Und ich will ja jetzt deswegen nicht weniger verdienen. Und die Leute wollen ja auch, haben ja auch als Recht auf ihr billiges Fleisch und so weiter. Also wie auch immer du das dann schön redest. Und da merkst du, wenn dann so eine Krise da ist oder du eben eine Bedrohung oder eine Situation hast, die du nicht allein durch deine einzelne, durch dein Handeln oder so beeinflussen kannst, dass es dann eben wirklich knallt und dass wir jetzt, ich hoffe ja nur so sehr, dass da mal was geschieht. Es wird ja schon mehr diskutiert, aber ich kann es bis heute nicht begreifen und ich begreife es nicht, dass da die Politik eben nicht erkennt, wo sie eben auch eine Verpflichtung hat, weil der Punkt ist ja der, es wird dann immer gesagt, der Verbraucher, der soll das regelt der Markt und so. Und diese Fleischgeschichte ist das beste Beispiel dafür, um zu zeigen, wie falsch die Denke bei uns überhaupt oder in der Gesellschaft funktioniert. Nämlich so, dass uns gesagt wird, ja, wir bieten etwas an, was eigentlich absolut unmenschlich und also was barbarisch ist, sagen wir mal so, was sich gegen Mensch und gegen Tier richtet. Es ist nicht vernünftig, es tut niemandem gut, aber es ist billig am Ende. Das heißt, jeder kann sich davon was leisten. Wenn wir einfach alle ignorieren, dass hier alle Regeln, die wir uns mal vielleicht irgendwie gestellt haben, über Bord geschmissen werden. Und dann wird die Verantwortung auf den Verbraucher geschoben, indem gesagt wird, ja,
Das wird, da vertrauen wir auf den Verbraucher. Der Verbraucher kann aber bestimmte Dinge gar nicht wissen, wenn du im Supermarkt eine Pizza kaufst und da sind Salamischeiben drauf. Oder wenn du irgendwo hingehst und du gehst oder ja, an einen Imbissstand und isst eine Bratwurst oder ähnliches. Da kannst du nicht nachvollziehen oder nachverfolgen, wo kommt das denn wie her und was ist denn so. Und das darf doch nicht der Fall sein. Es muss doch eigentlich einfach von der anderen Seite her gehen. Das heißt, okay, wenn wir Fleisch essen, dann muss es aber klar sein, die Tiere dürfen, es ist schon schlimm genug, dass sie geschlachtet werden, aber dann müssen sie bis dahin wenigstens ein einigermaßen anständiges Leben gehabt haben dürfen. Und die Menschen, die dafür arbeiten, müssen das auch. Und dafür gibt es folgende Regeln. So, und danach bestimmt sich dann der Preis. Das heißt, okay, dann ist das Fleisch eben der Mindestpreis so und so viel. Es kann doch nicht darum gehen, das heißt, ja, wir müssen das Fleisch ja für unter 2 € pro Kilo verkaufen können und dann können wir das ja gar nicht anders. Das begreife ich nicht. Und dass da dann die Politik eben so schön sich so zurücklehnt und sagt, ja, das können wir ja nicht, das reguliert sich ja von selber. Das funktioniert eben nicht und das, finde ich, ist auch eben der komplett falsche Ansatz. Und man sieht, was daraus wird und das wird sich auch dann nicht verändern. Nur weil jetzt gerade Menschen zu Schaden kam, wird jetzt auch über das Tierwohl diskutiert, in zweiter oder dritter Linie, ob das dann überhaupt da ankommt, wissen wir nicht. Aber es ist jetzt mal die Chance, das aufzunehmen, weil es wird jetzt über die Arbeiter gesprochen und dadurch, dass eben ein ganzer Bezirk darunter leidet, wird eben das jetzt auch endlich mal wirklich an die Öffentlichkeit geschoben und zwar viel stärker als noch vor 2, 3 Wochen, als der erste große Fall war. Und noch, ich habe da auch hart aber fair geguckt, ich weiß nicht, ob das auch so ging, wo dann eben die Fleischereibetriebe und die Lobbyisten und so weiter noch das alles versuchten schön zu reden. Und ja, in Amerika passieren ähnliche Fälle. Also Leute, es ist einfach so, Fakt. Das ist scheiße, was da passiert. Das ist nicht in Ordnung. Und das muss man jetzt mal kapieren. Und da müssen wir auch nicht so tun, als müssten wir hier schwarze Schafe aussondern oder so, sondern das ist das komplette System und wie das aufgebaut ist, was dazu führt. Und das tut uns allen ein. Da kriegen wir es zurück jetzt gerade. Und da habe ich auch nicht irgendwie, das ist eben auch keine Sache, wo man Mitleid hat. Mir tun die Leute leid, die darunter leiden müssen und gar nichts dafür können. Aber ansonsten haben wir das selber verschuldet. Mich erinnert das alles ein bisschen an, ich habe in den letzten Tagen so häufig den Begriff im Kopf gehabt oder so die Worte im Kopf gehabt, Game Over. Das ist, was da gespielt wird gerade, ist so das Spiel des 20. Jahrhunderts. Wir fressen alle Fleisch, Fleisch ist geil, Fleisch muss billig sein, das gehört dazu. Die Bild-Zeitung schreibt, ist unser Schnitzel in Gefahr, sobald mal irgendeiner in Frage stellt, ob man jeden Tag, 3-mal am Tag Fleisch fressen muss. Und das ist alles so dieses Denken 1950 bis 1989 oder 1990. Ja, wir haben unser Fleisch und irgendwie, wenn wir was brauchen, weil wir ja die Geilsten sind, dann holen wir uns irgendwie die Spargelstecher und die Fleisch an den Hakenhänger aus Rumänien und aus Bulgarien. Und wenn wir Armin Laschet heißen, dann sagen wir auch noch, ja, wir haben das alles im Griff. Das ist ja gar nicht unser deutsches Virus, sondern das war ja das Virus aus Rumänien und aus Bulgarien, weil die Rumänen und die Bulgaren sind nach Hause gefahren. Die kleinen Zigeunerschweine, das steckt ja dahinter. Und dann sind sie wieder zu uns gekommen, die undankbaren Drecksäcke, und waren nicht zufrieden mit ihrer Lagerhaltung und haben sich auch noch darüber beschwert, dass sie jetzt da unter Bedingungen wohnen müssen, die bei jedem Tier als unmenschlich gelten würden. Und das ist alles so dieses Denken, wir können uns das leisten und unser Wohlstand basiert auf der Ausbeutung anderer und unser Wohlstand basiert ja darauf, dass uns das Recht auf billiges Fleisch zusteht. Das ist alles dieses Game Over, 20. Jahrhundert und die Tönnies-Kommunikation, ich rede nicht, ich sage nichts, ich habe sowieso Recht, weil ich bin eh der Geilste. Und wenn der Name Tönnies draufsteht, da traut sich das Virus überhaupt nicht rein. Das ist ja dieses Denken. Also, ich meine, der Typ hat vor Wochen das Ding gesehen in Coesfeld, der hat gesehen, wie es bei Westfleisch zuging. Wenn der halbwegs redlich wäre, hätte der sagen müssen, scheiße, ab sofort muss ich gucken, dass mir das nicht passiert, hier steht alles auf dem Spiel. Und selbst wenn man ihm unterstellt, dass er einfach nur ein eiskalter, aber guter Geschäftsmann ist, was man ihm nicht verübeln könnte, hätte er in dem Moment sagen müssen, Achtung, jetzt ist hier echt Alarm, ich muss hier alles tun, damit es hier so weit nicht kommt, denn wenn das in meinem
einem, was weiß ich, 3-4-mal so großen Betrieb so weit kommt, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Und wenn er nur 2 Schritte vorausgedacht hätte, hätte er in dem Moment alles tun müssen und alles einleiten müssen, um das zu verhindern. Hat er aber nicht, weil er so größenwahnsinnig war. Und auch das wieder 20. Jahrhundert denken. Ich bin ja hier eh der Geilste. Mir kann überhaupt nichts passieren. Ich bin der Patriarch. Und vor dem Namen Tönnies hat das Virus so Angst, hier will es gar nicht rein, weil es weiß, hier wird es platt gemacht von mir persönlich. Und jetzt bricht das alles auf und jetzt plötzlich sehen wir, das ist halt auch irgendwie vorbei. Und es ist irgendwie auch gut, dass es vorbei ist, weil es muss nicht 3-mal am Tag Fleisch gefressen werden. Es muss kein Tönnies sich geil fühlen, weil er Menschen ausbeutet. Und es muss auch kein Rumäne und kein Bulgare her und unter Bedingungen zu 10 auf 5 Quadratmetern übereinander pennen, weil uns Deutschen ja das Recht zusteht, dass wir hier unser Fleisch billig haben und uns unsere Migranten aussuchen, weil die aus dem Lager in Moria, die wollen wir lieber nicht haben. Die wollen wir nicht. Da holen wir sie uns handverlesen, die 49 oder 50, die wir da reinlassen. Die unbegleiteten Kinder, die möglichst Mädchen sind und keine Messermänner. Also das klingt jetzt vielleicht furchtbar moralisch, aber was ich eigentlich damit beschreiben will, ist jetzt weniger so eine biedere Ausbeutungshaltung, die es aber zum Teil natürlich auch hat, sondern was ich damit sagen will, ist, dass ein Denken und ein Handeln, das uns zutiefst vertraut ist und das uns seit Jahren selbstverständlich scheint, durch dieses fucking Virus an ein Ende gekommen ist. Hoffentlich, hoffentlich. Ich weiß es nicht, aber hoffentlich. Ja, du sagst es ganz richtig und das ist eine Sache, die ist wirklich so der Begriff Moral und Verantwortung oder so. Ja, das ist jetzt etwas, wo wir plötzlich auf sehr unangenehme Weise mit der Nase in den Kothaufen gestoßen werden und wir jetzt so langsam mitbekommen, also der Verstand, also wir sind ja eben, wenn wir da aufgehen und sagen, ja, der Mensch ist ja eigentlich klug genug und irgendwie kriegt er das schon immer hin, dann sieht man ja, im Grunde leider eben auch nicht. Ein Teil ist immer vernünftig, ein Teil ist aber auch anders, ein Teil ist aber auch einfach gierig oder ein Teil ist eben auch einfach sehr egoistisch. Und deswegen gehört es auch immer dazu, dass man so in gewisse Bahnen gelenkt wird, weil du als Mensch jetzt einfach, glaube ich, so gar nicht dir jeden Tag selber die moralischen Fragen für 1000 Sachen stellen willst und auch, wie gesagt, überfordert bist, wenn du irgendwann ja nicht mehr weißt, wie, also du kaufst etwas und denkst, das wird ja schon in Ordnung sein. Und wir wissen es ja nun inzwischen, dass die meisten Dinge, die wir haben als Luxusartikel oder eben auch einfach nur als tägliche Nahrung, die doch im Grunde so, dass wir die gar nicht mehr mit gutem Gewissen kaufen dürfen. Also wenn ich drüber nachdenke, fällt mir ein, dass ich glaube ich fast alles, was ich habe, irgendwo mich schämen muss. Weil und ich möchte das nicht und ich weiß es auch nicht und ich habe immer so gedacht, wie ich habe nirgendwo, also ich habe nie was gekauft oder nie so gemacht, dass ich so denke, das habe ich jetzt nur ganz billig und haha, da habe ich da, sondern ich bin schon auch in Läden gegangen, wo ich so ein bisschen mehr Vertrauen habe, aber alltäglich sagen, du kannst es ja gar nicht verhindern. Und es ist egal, ob es deine Möbel sind, ob es die Klamotten sind, die wir anhaben, ob es eben das Essen ist, ob es, wenn du draußen irgendwo eine Pizza oder sonst was isst. Es fängt ja auch eben nicht nur, sind ja nicht nur die Sachen, wo wir es ja gerade momentan mitbekommen, sondern fragt die Leute, die sich da mehr mit Landwirtschaft oder mit anderem auskennen, die werden dir erzählen, wie groß einfach ja die Probleme sind durch die Sojaproduktion. Also das geht dann sowohl auf das auch, was wir an vegetarischen oder an anderen Dingen essen, aber eben auch zum größten Teil, weil das verfüttert wird an die Tiere, damit die eben schön billig gemästet werden können. Dass die Produktion von Palmöl, ich habe nie gewusst, wie schlimm Palmöl für die Menschheit ist, also die, besser gesagt, die alles, was für die Herstellung braucht, für welche, wie viele Wälder da gerodet werden, wie da die Tiere drunter leiden. Und das wird einfach gemacht. Das wird gemacht und das wird ja auch nicht erklärt. Ja, da läuft mal hier eine Doku und da eine Doku und ein paar Leute kümmern sich dann darum. Aber dass das möglich ist, also dass es einfach mal möglich ist, dass wir alles kaputt machen dürfen als Mensch und dass das schon irgendwie okay ist. Und im Moment, wir wissen es alle schon. Und die ganze Zeit, man will es aber, wie gesagt, irgendwann gar nicht mehr hören, weil dann
der Kopf geht zu, dein Hirn explodiert und deswegen haben wir uns auch antrainiert. Und da muss man auch mal ein bisschen historisch gucken. Also ich habe ja in den 90ern mit Comedy angefangen. Das heißt, ich bin in den 70ern und 80ern aufgewachsen. Und damals gab es halt in Deutschland so gut wie keinen Humor, ja. Also da war alles, wurde todernst genommen. Und es gab nur eine Handvoll Comedians oder wie man früher sagte, dann Komiker, Blödelbarden oder weiß nicht was. Es gab keinen Humor und wir sind also ganz anders damit mit den Dingen umgegangen. Und damit kam dann irgendwann, dass wir die Ironie lernten, was ja sehr, sehr wichtig ist fürs Leben. Und dann kam aber auch irgendwann, als es allen ganz gut ging, so ein bisschen der Sarkasmus dazu und dass du dich über die es zu gut meinten und die zu spießig und zu ernst und zu seriös waren, lustig gemacht hast. Und jetzt heute dreht sich das. Inzwischen haben wir einfach dadurch gelernt, so wie, ach ja, komm, Moral. Und die Leute, die da mit dem Zeigefinger kommen, das waren früher die Leute von der Kirche und das waren die Sozialhelfer oder sonst wie. Und über die haben wir angefangen zu spotten. Und eben, ja, es geht uns doch ganz gut. Und so alles schön, Mensch, und jetzt kommen wir trinken noch einen. Ja, und jetzt merken wir plötzlich, oh, wir haben es, glaube ich, aber auch ein bisschen übertrieben, also als Menschheit. Ich glaube, da ist viel passiert, wo wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen müssen und mal denken müssen, ja, das stimmt, und wir haben einige Sachen, haben wir vielleicht früher zu verkniffen gesehen und so, aber jetzt gerade reiten wir uns selber so in die Scheiße, weil wir haben jede Moral und Verantwortung von uns gewiesen und wir sind so froh, dass wir so getäuscht werden, dass wir uns darüber keine Gedanken mehr machen müssen. Und das ist egal, ob das in den Medien geschieht, ob das eben in der Wirtschaft geschieht oder weiß nicht was. Dieser Punkt, den du den wir vielleicht noch aus alten Filmen oder so kennen, ja, also das ist wirklich so, dass man sich nur so denkt, dass du so die Geschichten oder sowas hörst von früher, wo dann eben der Patriarch, der seine große Firma aufgebaut hat und der hat sich dann zum Teil noch Gedanken gemacht über die Mitarbeiter, die er hat und dann vielleicht aber auch nicht und selbst solche Serien noch wie Dallas oder Denver, wenn die heute guckst, wenn junge Leute sich die Originalsachen von damals angucken, die lachen sich ja tot, weil über was da noch geredet und nachgedacht wurde oder so, das ist ja schon alles ist so weit weg und so weit drüber, weil sich das komplette Bild und unser kompletter Wohlstand, den wir in der mehr oder weniger westlichen Welt uns erschaffen haben, hat uns zu einem ganz großen Teil von der persönlichen Moral und Verantwortung gelöst und das so genommen wie, ja, das sind die Gutmenschen und das sind die anderen und die reden darüber und eigentlich, ich mache ja nichts Schlimmes. Ich gehe ja nicht raus und überfalle eine Oma. Ich mache ja nichts. Ich gehe ja nicht und schlag draußen irgendwie den Hund vom Nachbarn tot. Also da habe ich doch Tiere gern. Und ich mache ja gar nichts Schlimmes. Und in Wirklichkeit machen wir alles Schlimmes, zu einem ganz großen Teil, ohne es eben zu wissen. Aber eben die Verpflichtung, dass wir es selber aus unseren Köpfen verdrängt haben, da haben wir selber auch mit Schuld dran. Und dieses Umdenken ist schmerzhaft. Da jetzt wieder zurückkommen, ist schmerzhaft, weil es ist nicht schön. Und man merkt plötzlich auch, wie viel man falsch macht. Man will das ja gar nicht. Und deswegen wird das ein langer und schwieriger Prozess werden, glaube ich. Ja, Du absolut. bist hier komplett Wobei ich bei eingefroren. der. Jetzt besser? Wobei ich bei der Moral auch meine großen Schwierigkeiten habe, das gebe ich zu, weil ich diesen moralischen Diskurs auch häufig ganz problematisch finde, Ja, weil es dazu einmal ganz kurz. Verantwortung im. Ganz kurz eingefangen, natürlich auch und vor allem auch, Entschuldigung, aber natürlich auch deswegen, weil wir schon immer einen ganz schwierigen Moralbegriff haben. Also sagen wir, es fehlen auch die Worte. Also vielleicht ist Verantwortung wirklich das Beste, was man sagen kann, weil Moral war immer auch geprägt mit Kirche und mit kirchlichen Gedanken, die Genau. wiederum auch nur ein der Repression waren, die uns auch unterdrücken sollten und die uns schön also dahin bringen sollten, dass wir alle gehorchen. Deswegen ist der Begriff Moral auch, ja, denke ich, auch bei mir so, dass man erstmal immer so zurückzuckt, weil du da gleich so dieses Kirchenbild vor allem Ja. drin hast. Im Grunde aber heißt ja Moral eigentlich nur, dass du wie ein Empfinden für richtig und falsch und gut und böse. Also ist es ein Gerechtigkeitsempfinden? Ist es ein
Verantwortung, also ja, außer Verantwortung fällt mir leider gar kein Wort ein. Ist so doof. Kein Wort, mit dem man nicht gleich wieder so eine falsche Assoziation erweckt. Was würdest du sagen, ist es? Was sagt man am besten? Also ich bin ein ganz großer Moralgegner. Und ich finde das ich habe die gleiche Assoziation damit wie du. Und ich finde, dass ich heute in vielen Moraldiskursen das wiederholt, was früher die Kirche hatte. Und zwar von Seiten auch von Leuten, die ich eigentlich unterstütze. Und zwar von Leuten, die eigentlich etwas wollen, wo ich auch sage, ja, ich teile das. Aber es hat zum Teil totalitäre Züge. Und ich finde das ganz schwierig. Mein Problem mit dem Moralbegriff ist, dass ich ihn für einen letztlich Privatist, was für etwas, ich halte Moral für etwas Privatistisches, weil Moral mit der Sexualmoral der Kirche kannst du sagen, keine Ahnung, ich find's pervers, wenn zwei gleichgeschlechtliche Menschen Sex haben. Und dann kannst du sagen, oh, finde ich aber nicht pervers. Und meine Moral sagt's pervers, meine sagt's nicht pervers, Ende. Also das heißt, man kommt damit nirgendwo hin. Und ich bin da immer dafür, die Moral zu ersetzen durch Ethik. Und darum geht's. Es gibt einen schönen Satz von Niklas Luhmann, der sagt, es ist die wichtigste Aufgabe der Ethik, vor Moral zu warnen. Weil Moral mit Moral lässt sich alles begründen in alle Richtungen. Und auch die unmenschlichste Tat lässt sich mit Moral begründen. Und Ethik stellt andere Fragen. Ethik teilt die Welt so ein, wie du sie gerade einteilst. Weil Moral führt immer auf Gut und Böse, führt immer auf eine letztlich totalitäre Haltung zur Welt. Freund, Feind, Gut, Böse. Das heißt, auf eine militarisierte, kriegerische Auseinandersetzung. Gehörst du zu denen oder zu den anderen? Gehörst du zu mir oder zu den Feinden? Und wenn du zu den Feinden gehörst, dann muss ich dich leider zerstören oder ablehnen. Und das ist furchtbar. Dahin führt Moral. Ethik aber stellt andere Fragen. Ethik teilt die Welt ein in, ist es fair oder nicht fair? Ist es verallgemeinerbar oder nicht? Lassen sich daraus menschliche Prinzipien ableiten oder nicht? Also ist es menschlich oder ist es ethisch vertretbar, Menschen und Tiere zu quälen auf engstem Raum, egal wo? Nein, natürlich nicht. Also ist das, was Tönnies macht und viele andere, vollkommen unethisches Verhalten. Und deswegen würde ich immer versuchen, über einen ethischen Diskurs zu reden, der völlig im Hintergrund steht und nicht über einen moralischen. Und vieles, was wir leider sind da viele von denen, die ich eigentlich unterstütze, finde ich da furchtbar. Also dieses ganze Getue, Flugscham und das, was du auch vorhin gesagt hast, man kann ja eigentlich nur noch das Falsche tun. Das ist eine Folge dieses hochmoralisierten Diskurses, den ich jederzeit ablehnen würde, weil er im Kern eigentlich totalitär ist und dann eine Fortsetzung von totalitären Mechanismen der Kirchen von früher in die Gegenwart transferiert, nur weil er von der anderen Seite kommt und von einer, die wir eigentlich natürlich unterstützen, weil wir, wenn wir es ideologisch richtig finden, nicht besser macht. Aber das ist sehr gut, was du sagst, das stimmt total. Und ich merke dabei, dass es so bei mir auch komisch ist, weil dieser Begriff Moral, mit dem bin ich aufgewachsen, also das heißt in den 70ern, da wurde über Ethik kaum geredet. Also es war immer der Moralbegriff. Und ich hatte auch noch Religionsunterricht und sowas, und also Ethik und Werte und Normen und so kam alles etwas später. Dieser Moralbegriff ist eben genau das, was passiert. Deswegen ist es auch der, wo wir natürlich eben ganz natürlich heute auch zusammenzucken, der moralische Zeigefinger und die Moral, die dir immer vorgehalten wird und dir dann eben immer etwas zu erklären versucht. Und eben genau der Punkt, was du auch sagtest, was eben auch so schlimm ist. Wir werden gezwungen, und das ist ja auch das Absurde daran, dass wir dann anfangen, mit Flugscham oder bei dem Nachbarn zu sagen, was fährst du für ein Auto, was tust du hier, was machst du da, uns gegenseitig zu beobachten und zu überwachen und uns moralisch über den anderen zu erheben und den dann vorzuführen. Und das ist furchtbar, weil das ist das, was eben gar nicht, also erstens mal,
sollten wir gar nicht in einer Situation sein, wo das möglich ist. Und zweitens ist das natürlich mit das Ekelhafteste, was du überhaupt tun kannst. Also das solltest du überhaupt absolut lassen. Aber das Schlimme ist, dass, und das finde ich sowas, was mich daran eben so aufregt, dass wir als Verbraucher jetzt ganz groß gesehen einfach dahin geführt werden, dass wir eigentlich im Grunde fast alles nur ethisch falsch machen können, weil von außen, also von da, wo man eben diese, wo man gewisse Regularien haben müsste, diese nicht stattfinden. Also das heißt, draußen darf dir erstmal alles angeboten werden und es wird nicht geregelt, wie, und dann wird dir gesagt, ja gut, du hast ja immer noch die Möglichkeit, es sein zu lassen. Oder es, was Besseres zu kaufen. Wenn du dich informierst, findest du schon was. Ja, aber wenn du dir ein T-Shirt kaufen willst und wenn du dann dich noch irgendwie herauskriegen und noch 3 Stunden informieren kannst im Internet vielleicht, aber das ist einfach ein Herausreden aus der Verantwortung, die andere eigentlich da eben haben sollten und die einfach gesagt wird, wie, nein, wir dürfen, erstmal dürfen wir alles. Wir dürfen eigentlich alles, als Menschen, wir haben das Recht, dass wir alles... Wir haben das Recht, alles billig zu bekommen, einfach zu bekommen. Jeder darf es irgendwie kriegen und wir sind irgendwie alle gleich. Wir müssen auch das Gleiche bekommen. Also dieser Gleichheitsbegriff, der eben eigentlich sich darauf bezieht, wie wir sind alle gleich, egal ob wir Mann oder Frau sind, egal ob wir welche Sexualität wir haben, egal welche Hautfarbe wir haben und so. Das ist nicht so, sondern irgendwie inzwischen wird so gesehen, wie, also Gleichheit heißt, wir dürfen alle das gleiche Billige, wir haben das Recht darauf, dass wir alle billig, dass wir alle alles haben dürfen und dass wir alle alles kriegen können und dass wir alle eigentlich reich und berühmt sein dürfen. Und das ist sowas, was sich im Kopf entwickelt hat, natürlich nicht bei jedem, aber in einer großen, großen Menge und in einer großen Masse. Und das ist das, was es so gefährlich und was es so, was es für uns Menschen schwierig macht, weil wenn wir so weitermachen, ist bald so viel kaputt, dass wir es nicht einfach so neu kaufen können. Ja, es ist so eine Rechtsgleichheit, ne? So das Gefühl, ich habe alle Rechte und es ist, ich weiß es gar nicht, ich müsste sogar nochmal überlegen, ob wirklich der Begriff Rechtsgleichheit der richtige ist oder so. Und so das Gefühl, ich habe alle Rechte und weil wir sind ja alle gleich und ich darf und das darf ich und das ist mein Recht und das fordere ich ein. Aber das auf der anderen Seite, so bieder das an der Stelle klingt, aber dass es auf der anderen Seite eben auch eine Pflichtgleichheit gibt oder dass sich mit jedem Recht auch eine Pflicht verbindet und dass das eben auch dazu gehört und dass ich, wenn ich ein Typ bin, wie, um jetzt noch einmal auf diesen verkackten Namen zu kommen, wenn ich Tönnies heiße und wenn ich ein Milliardenunternehmen habe, jedes Jahr Milliarden umsetze, dass ich dann eben nicht nur das Recht habe, Fleisch in Massen zu verkaufen, sondern dass damit sich auch eine ethische Verpflichtung verbindet, Menschen menschenwürdig zu behandeln. Und selbst wenn ich weniger verdienen würde, muss ich das tun. Und wenn ich so viel verdiene und ein solcher Big Player bin, dann kann ich eben nicht nur dastehen und sagen, hey, mein Name ist Tönnies, ich bin der Geilste und ich bin der Größte und das sollt ihr alle sehen, sondern dann verbindet sich damit eben auch eine ganz große Pflicht und eine ganz große Verpflichtung, einzustehen und zu sagen, ich habe die Größe, also mache ich's. Die schlimmsten Leute, das kennen wir ja auch aus unserer Branche, die schlimmsten Leute sind doch die groß sind, die etwas erreicht haben, die auf einem hohen Level arbeiten, viel Publikum haben oder was auch immer, aber sich dann den Technikern gegenüber, den Caterern gegenüber, wie die letzten Drecksäcke benehmen. Und mittlerweile kannst du auch in unserem Feld, egal wo, die Leute nur danach bewerten, wie sie mit denen umgehen. Wenn einer seinen Techniker ankackt vor anderen oder irgendjemand vom Sender, irgendeinen, der irgendeinen Kabelträger zur Sau macht, dann weißt du genau, du bist halt eine Drecksau. Ne? Und das sieht man daran. Und so ist es bei Tönnies halt auch. In dem Moment, in dem ich die Leute, die ganz unten in der Nahrungskette nach seiner Definition sind, scheiße behandle, bin ich einfach ein fucking Arschloch. Ja. Ja, und das Schlimme ist, dass dies, und das ist etwas, was ich immer auch so schwierig finde, dass du die Arschlöcher leider ja nicht auf den ersten Blick erkennst. Das ist ja immer so das, ne? Gerade die größten Arschlöcher tarnen sich dann noch immer als joviale, fröhliche Menschenfreunde oder als die lustigsten und wo die Leute dann denken, ah, das ist doch einer von uns. Und in Wirklichkeit ist es einer, der dich nur von hinten fickt. Und das ist so wirklich das, was mich da echt wahnsinnig macht.
Und wo wir eben genau bei dem Punkt sind, wenn du nicht ein eigenes Gefühl für Ethik, für Verantwortung hast, also dass du eben wirklich, wenn du Geld verdienst und wenn du viel verdienst durch die Arbeit anderer, dass die dann aber auch das Recht darauf haben, für das, was sie getan haben, eben etwas dafür zu bekommen und nicht wie Scheiße behandelt zu werden. Und das eben auch, wenn die Tiere, also so sehe ich das eben, und da komme ich dann wieder auf dieses Fall, weil das klingt dann schon wieder moralisch, aber das meine ich dann wirklich so, wenn ich schon Fleisch esse, und das tue ich, dann möchte ich aber wenigstens wissen, dass es den Tier, dass die Tiere vorher nicht gequält und gefoltert wurden. Dass sie umgebracht wurden, habe ich irgendwann gelernt. Ich weiß noch, dass ich mir, als ich Kind war, hat mir meine Eltern mal kurz erzählt, als ich mitbekam, das erste Mal, dass ein Stück Fleisch irgendwie aus einer Kuh kommt, und ich wollte dann auch gar nichts mehr essen, dann haben mir meine Eltern nur erzählt, da wird nur ein Stück aus der Kuh rausgeschnitten. Und das wächst wieder nach. Ja, das habe ich dann wirklich ein, zwei Jahre habe ich das, glaube ich, geglaubt. Aber ich war noch jung, das war 22, 23. Aber es war jedenfalls, ich habe das dann wirklich erst eine Zeit lang geglaubt, bis ich mich dann irgendwann mitbekam, nein, es ist gelogen. Und danach war es dann aber immer für mich so wie, aber dann war ich auch noch, also ich kenne noch Bauernhöfe und ich kenne noch Bauern, und da habe ich die Tiere gesehen und ich wusste, okay, eines Tages, aber die waren, die haben gelebt, ja, also da war so, dass du so dachtest, okay, das ist dann wenigstens ein für sie nicht ganz fairer, aber wenigstens so halbwegs akzeptabler Deal. Aber wenn du dann das mitbekommst, was eben heute geschieht, das ist absolut inakzeptabel auf jede Art. Das ist barbarisch, und da müsste sich jeder, der das verantwortet, im Grunde, ich kann nicht sagen, also schämen, du müsstest dich vergraben selber vor Scham und vor dem, und da, und jeder Euro, den du damit verdienst, müsste dir in der Hand verglühen. Ich weiß es auch nicht, da fallen einem dann fast nur, schlimmerweise nur biblische, da möchte das Gott dich, der Blitz beim Scheißen trifft, weil da tut ja sonst nichts anderes. Aber das ist echt, das ist so furchtbar, das kann man sich gar nicht, und das wird uns gerade momentan ins Bewusstsein zurückgehämmert. Das war schon immer da, wir wussten es schon immer, aber jetzt gerade kriegen wir es durch die Geschichten, die mit dem Virus haben, kriegen wir es gerade in unser Bewusstsein zurückgeschlagen mit der Faust, und das ist aber auch leider nötig. Ja, es ist wirklich nötig. Also man sieht es ja auf ganzer Linie. Man sieht es bei der Entwicklung der Digitalisierung. Man sieht es bei den Problemen an den Schulen oder jetzt eben hier. Es ist quasi sozusagen eine Gratislieferung, Lektionen in Wundheilung sozusagen. Ne? Also wo sind die Wunden, die da klaffen? Wo blutet es besonders hart? Wo läuft der, wenn man es noch härter sagen will, wo läuft der Eiter besonders heftig raus? Und jetzt heißt es Wundheilung betreiben und es besser machen. Und das ist die Aufgabe der Stunde. Und eigentlich ist es auch eine Gratislektion. Ne? Eine Gratislektion, mal hinzugucken, wo laufen die Dinge eigentlich wirklich schief, weil da ist dieses Virus auf geniale Art gnadenlos, dass es einfach überall da reingeht und nochmal wird es dir vor die Füße gelegt und nochmal wird es dir gezeigt und nochmal und nein, auch da nicht und auch hier wieder ein Hotspot und auch hier wird wieder auf die Probe gestellt, ob ein Politiker eben regierungsfähig ist oder nicht, ob er bereit ist, die Konsequenzen dessen zu ziehen, was bislang politisch legitim war. Also wenn du dir Laschet anguckst, dann siehst du einfach, dass das echt wirklich der allerletzte Ministerpräsident ist. Und dass es halt nicht damit getan ist, dass man permanent lächelt, wenn man irgendwo steht und irgendeine Ansprache hält. Sondern dass man eben handeln muss. Und dass man nicht tagelang in diesem kölschen Klüngelgefühl dastehen kann und sagen kann, naja, jetzt warten wir mal Lockdown und Gütersloh, gucken wir mal, vielleicht alles halb so schlimm. Und dann gucken wir nochmal nach, wie viel hat uns denn der Tönnies so gespendet. Ach, das war ja doch eine ganze Menge. Ach, da warten wir mal. Da schauen wir mal. Und wenn wir den Lockdown machen, dann machen wir es aber so, dass die Leute natürlich in den Urlaub fahren können. Wir wollen ja nicht zu hart sein. Und so, und du denkst, ey Junge, du hast doch den Schuss nicht gehört. Ja, das fand ich auch, das ist echt das, was man
hier so, also sehen konnte, aber eben, also das Schlimme ist, man sieht, was man nicht sieht. Also man muss sich jetzt echt überlegen, wie viele Tage und wie lange das schon alles klar war und wie viele Menschen haben da gemeinsam irgendwie doch noch immer versucht, das schön zu reden und unter den Teppich zu kehren, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Also auch die ganzen Tage, ich meine, wenn wir noch dran denken, vor ungefähr 8 Wochen, glaube ich, als wir unseren Talk hatten, da war, glaube ich, gerade so die Situation, dass darüber geredet wurde oder dass so die ersten Gedankenspiele gingen, wann jetzt wie was geöffnet wird und dass man vielleicht, ne, wo es so ging, okay, und sobald der R-Wert dann wieder über 1, so und so geht und dann gibt es, dann müssen wir wieder zurück und so weiter. Das ist ja schon alles hundertfach wieder gebrochen, überall, und es hat sich ja alles ganz anders entwickelt. Aber wenn du dann eben einen Fall wie diesen siehst, der ja nun deutlicher nicht sein kann, also dass wir plötzlich da in einem Fall so viele Infektionen haben wie sonst im ganzen Land nicht und oder was geschieht, und wie lange das gedauert hat, bis da etwas passierte, schlimm genug eben auch noch, ja, wie sich dann herausstellt, dass die ja die Daten gar nicht rausgegeben haben und so weiter. Aber ganz klar ist doch, dass da etwas ganz megamäßig unfassbar schief lief. Das ist seit einiger Zeit klar und nicht erst seit 3, 4 Tagen. Und da hat es sehr, sehr lange gedauert, genau wie du sagst, dass da nicht einer mal dazwischen gegangen ist und gesagt hat, so Schluss, aus, Tore zu, bis das geklärt ist. Hier passiert jetzt gar nichts mehr, bis wir wirklich alles wissen. Und hier wird jetzt erstmal sofort irgendwie der Stecker gezogen, sondern erstmal wie, ja, gut, wir gucken und schauen und vielleicht ist es ja gar nicht ganz so schlimm und wir sehen und so. Und da siehst du es eben wirklich und wie das wieder vertuscht wird und wie wieder und wie viel Geld eben dann da dort geflossen ist. Und natürlich ist das da der wichtigste, wahrscheinlich einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in einem Land. Und wie lange dann da doch noch irgendwie gebuckelt wird. Und jetzt ist die Empörung natürlich auch genauso groß. Jetzt wird natürlich gedacht, ja, das ging ja gar nicht, ist ja ganz schlimm. Aber wie viel da in Wirklichkeit das alles mitgetragen haben, ist erschütternd. Und das wird auch nicht der letzte Fall gewesen sein. Das können wir uns auch mal schon jetzt klar machen. Das glaube ich auch nicht. Da kommt noch einiges. Da bin ich auch absolut sicher. Lass uns doch mal noch über ein Thema sprechen, bei dem ich deine Position auch sehr interessieren würde. Und zwar die Kolumne in der Taz, die uns seit einigen Tagen ja beschäftigt, ja. Die so ein bisschen mehr in unser Berufsfeld geht. Und zwar eine Autorin der Taz hat einen Text geschrieben, für die es nicht so mitbekommen haben, einen eindeutig satirischen Text, der unter der Überschrift stand, wenn die Polizei irgendwann abgeschafft ist, was machen wir dann mit den ganzen Polizisten. Die Hypothese des Textes war, die Polizei ist abgeschafft, der Kapitalismus nicht. Wie können wir jetzt die Polizisten in Zukunft beschäftigen? Und dann war das ein sehr satirischer Text. Und ich muss sagen, ich fand auch einen sehr gelungener satirischer Text, weil er im Grunde genommen sehr gut gespielt hat mit allem, was häufig Menschen mit Migrationshintergrund passiert, wenn sie mit der Polizei in Berührung kommen, nämlich, dass sie Racial Profiling erleben, massive Diskriminierung erleben und hat das Ganze quasi gedreht auf Polizei. Also das heißt, wir können sie nicht arbeiten lassen, weil sie irgendwo, wenn sie, keine Ahnung, Sticker machen, da machen sie Hakenkreuze drauf, wir können sie auch sonst nirgends arbeiten lassen und haben überlegt, wo können wir sie beschäftigen. Und irgendwann kam man dahin, dass man gesagt hat, wir können sie eigentlich nur auf der Müllhalde einsetzen, weil da sind sie unter sich und da ist auch sonst nur Abfall. Also eine sehr harte satirische Pointe, die aber in der Überspitzung erklärbar, lupenrein ist, klare satirische Nummer unter der Überschrift Satire. So, und jetzt hat ja Horst Seehofer die Taz, beziehungsweise diese Kolumnistin, angekündigt, verklagen zu wollen. Anzeige erstatten zu wollen. Wir waren stehen geblieben bei der, wie ich finde, entsetzlichen Reaktion auf diese wirklich ohne Zweifel satirische Nummer
in der Taz, die nach meinem Verständnis einfach eindeutig satirisch ist, wo ich gar nicht verstehe, warum man da auch nur irgendeine Sekunde dran zweifeln kann und die mich auch wirklich fertig macht, vor allem, was den Umgang der Taz selbst mit diesem Text angeht. Aber das ist nochmal ein separates Thema. Es hat ja wirklich sehr viele unterschiedliche Komponenten, dieses Thema. Und ich bin auf ganzer Linie entsetzt, und zwar ehrlich gesagt von der Taz und der Chefredaktion mindestens genauso, wie ich von Seehofer entsetzt bin, wobei mich da fast nichts mehr wundert. Das ist der einzige Unterschied. Ja, ich bin also von Seehofer entsetzt. Ja, Gott, also da sind wir, glaube ich, auch alle schon lange drüber weg. Also, dass der einen jetzt noch entsetzen kann. Also, verblüffen, dass er nochmal so doof ist, also schon in so eine Falle reinzulaufen und sich so wie ein Horst halt zu benehmen. Aber was ist er halt? Was soll er machen? Das hat mich echt gar nicht, also da habe ich nur eher gelacht und habe so gedacht, dass noch einmal jemand so blöd ist, das zu machen, also als Politiker, als gestandener Politiker, nicht als Anführer, sondern als einer, der das schon oft genug mit diesem Problem zu kämpfen hatte, schon in so viele Fallen, also seine Beine sind doch zerbissen von Bärenfallen der Dummheit, in die er getreten ist und wo die Schellen zugeschlagen haben und ihm den ganzen Unterschenkel zerfetzt haben inzwischen schon. Aber das hat mich eben da gar nicht gewundert. Was aber wirklich, wo du recht hast, was eben echt sehr überraschend ist, ist so, also was welche Reaktionen daraus entstehen und eben auch die Entschuldigungen der Taz und was dann passiert und was ja momentan sehr viel passiert in vielerlei Hinsicht, wo du ja siehst, es gibt ja derzeit auch weltweit diverse Probleme mit Satire und mit Humor und wie Sender wie die BBC oder ähnliches jetzt auch mit auf gewisse Sachen reagieren und so, das ist natürlich echt gerade sehr, sehr schwierig. Aber hier haben wir natürlich den ganz klassischen Fall von wirklich Satire. Und da haben wir wieder eine Wiederholung von vor einem halben Jahr, etwas über einem halben Jahr. Denken wir an die Umweltsau-Oma vom WDR, die Satire, wo es eben ähnlich war. Wenn ein Thema, was gerade irgendwie in der Öffentlichkeit steht, also wie vor etwas über einem halben Jahr die Umweltdebatte, und die Eigenverantwortung etc. und sowas, was damit zu tun hatte. Und dann eben der vermeintliche satirische Angriff auf die älteren Staatsbürger, was ja auch ein absoluter Quatsch war, sondern vorab Angst haben, wie es gemeint ist. Wenn du Satire nicht verstehst, kannst du jede Satire erst einmal missverstehen. Davon lebt die Satire aber auch. Das muss sie aber auch dürfen. Aber wenn dafür dann eben gleich sich eben alle eben entschuldigen und müssen, weil sie Angst haben, verklagt zu werden von Leuten, die sie falsch verstehen, das darf eben nicht passieren. Und das sollte auch in der angespannten Situation, die wir momentan haben, nicht passieren. Und dies ist natürlich so eine Gedankenlawine, die da losging. Da ist eine Satire, die kann man gut oder schlecht finden. Das ist ja eben auch der Punkt. Ja? Ich will da auch gar nicht, ich habe sie komplett nämlich auch gar nicht gelesen. Deswegen kann ich da auch jetzt nicht exakt was dazu äußern. Ich kenne nur die Ausschnitte und das, wie du es eben auch zusammengefasst hast. Aber davon mal abgesehen, genauso wie bei dieser Umweltsau-Debatte, du kannst das doch alles, du hast dein Recht auf deine eigene Meinung. Aber Satire hat auch das Recht, durch Überspitzung erst einmal auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen oder provokante Thesen zu veröffentlichen, weil es eine Form der Kunst ist. Darüber kannst du dich aufregen, du kannst es gut finden, kannst es schlecht finden, du kannst wie jedes Kunstwerk kannst du deine Meinung dazu haben. Wenn wir aber damit anfangen, gleich zu verklagen und eben erst einmal auch vor allem, bevor man es versteht, also dann dürften jetzt ja auch, wenn du überhaupt hier was mich gewundert hat, dass es nicht gleich einen Aufschrei gab, dass wenn vorgeschlagen wird, dass Polizisten dann ja auch bei der Mülldeponie oder was arbeiten können, dass sich da nicht sofort Mitarbeiter der müllverarbeitenden Industrie beschwert haben, dass es, wieso man denn da klagen muss, wenn ist das denn so unmenschlich? Also das ist ja auch ein Job, den tausende Menschen hier für uns und zu unserem Wohl übernehmen. Also was ist denn da gleich wieder? Also können wir ja auch gleich mal eine Gegenklage starten. Das fände ich eigentlich auch ganz schön. Ja, und es ist doch irgendwie entsetzlich zu sehen, dass wir das
Auch das schließt ein bisschen an das, was wir, worüber wir vorhin geredet haben, dass wir ernsthaft im 21. Jahrhundert wieder da sind, dass man in langen Artikeln auf Zeit Online oder wie es Patrick Barnes von der FAZ bei Twitter getan hat, Satire erklären muss. Also, dass wir wirklich wie kleinen Kindern Intellektuellen oder Menschen, die sich dafür halten, erklären müssen, wie es gemeint ist. Also ich finde das auf so vielen Ebenen so absurd und auch so schrecklich, dass ernsthaft Zeit und geistige Kompetenz darauf verwendet wird, etwas Selbstverständliches zu erklären, nämlich eine Satire oder etwas zu erklären, womit jeder das machen kann, was er damit machen will, was als Kunstform einen Assoziationsraum aufmacht und ja bewusst provozieren will, Dinge in einen Graubereich rücken will, und bewusst spielt mit Anspielungen, mit Ideen. Und da sitzen wir und müssen alles nochmal erklären, wie war es gemeint und warum ist es genau so? Und selbst Leute wie Bettina Gauss schreiben entsetzliche Texte und schreiben, sie wolle bitte nicht, ihr Beruf sei nicht Textexegese. Ja, was denn sonst? Also ganz ehrlich, was ist denn das für ein erdoğansches Satireverständnis? Keine Textexegese, der Text ist unernst und ist provokant. Ja, wenn da steht fucking Kolumne drüber. Also haben wir irgendwie alle Errungenschaften des Anführungszeichenlesens, der Aufklärung hinter uns gelassen, dass wir da wieder ankommen, dass wir wie in den 50er Jahren sagen, Entschuldigung, es ist nicht Heinz Erhardt, es ist anders gemeint. Sie haben, es tut uns sehr leid, Sie sind was anderes gewohnt, aber jetzt hier hat jemand provoziert. Bitte entschuldigen, es kommt nicht wieder vor. Ja, da habe ich also das Schlimmste, was ich aus meiner Vergangenheit, an die ich mich immer erinnere, und das merkst du halt dann manchmal noch auf manchen Sendern, manchmal, wenn die Dritten oder wenn du in so einer freundlichen Familienshow bist oder so, wo dann immer nochmal erklärt wird, das ist ja auch nicht sogar, das muss man ja auch nicht alles so ernst nehmen, nicht? Und das ist ja auch, nur mit einem Augenzwinkern, und das ist ja auch, der macht ja nur seine Späße, da wirst du auch dann ja eben immer als Satiriker so ein bisschen wie so, oh, der Kleine, der will nur spielen, mit lassen Sie mal den Scherz auf, der meint es ja nicht ernst. Da wirst du auch, entweder wird Humor und Satire für die Leute immer so als ein bisschen doof hingestellt, also weil ist ja nicht so ernst und der sagt ja so Sachen, den nehmen wir gar nicht so ernst, den Verrückten. Und da kommen wir wieder hin. Und das finde ich grauenhaft, und das macht mir eine Wahnsinnsangst, weil im Moment diese Furcht, die besteht, dass Menschen Dinge nicht richtig verstehen können oder Satire nicht richtig verstehen können. Und deswegen machst du aus vorauseilendem Gehorsam eine Erklärung dazu oder eine Warnung im schlimmsten Falle, ne, wie Vorsicht und sowas. Da habe ich auch gedacht, dass wir da lange, lange, lange drüber weg sind. Aber es kommt jetzt gerade wieder zurück. Und was dabei zurückkommt, ist, und ich glaube, da kommen wir dann, wenn wir den Bogen mal zurückspannen, das ist ein Problem mit dieser unterschwelligen Aggression, die wir halt im Moment haben, wo wir vorhin ja drüber gesprochen haben, die momentan aus allen Gründen irgendwie herauskommt und ihren Weg sucht. Und das ist einer davon. Also das heißt, wo du siehst, draußen überall kann es momentan gerade knallen, Menschen werden aggressiv aus irgendeinem Grund, werden sie es natürlich auch ganz besonders im ganzen Bereich im Internet, in den sozialen Medien, aber auch in den ganz klassischen Medien von Zuschauerpost oder weiß nicht was oder wie auch immer du oder Anrufe oder sonst etwas. Und du merkst, wie schnell du heute eine Welle eben loslösen kannst. Und wenn du eben siehst, was eben in dem Fall mit der Umweltsau gewesen ist, wenn du siehst, was hier ist, dann siehst du, durch eine etwas provokantere Geschichte kannst du im Moment theoretisch sofort einen Shitstorm wieder auf dich ziehen. Also überall an jeder Ecke wartet der eigentlich auf dich, wenn du überhaupt dich satirisch oder mit einer Meinung äußerst. Und das führt dann eben am Ende dazu, dass du dich da irgendwie nicht mehr traust und dass eben die Satire dann eher aus dem Programm genommen wird oder man warnt und so weiter. Das gehört zu dem ganz großen Punkt, Leute, werdet mal wieder vernünftig, kommt mal wieder dazu,
Schaltet den Kopf an, denkt einmal nach, bevor ihr etwas sagt, bevor ihr wütend werdet, bevor ihr eine Meinung rausposaunt. Einmal nachdenken und auch, es ist auch nicht schlimm, wenn man sagt, ach so, ich habe es falsch verstanden. Ich bewerte es nochmal neu oder ähnliches. Aber das ist momentan, sind wir da, neben diesen vielen Momenten, wo der Irrsinn immer über uns herüber zu schwappen droht, ist das ein ganz, ganz, ganz gefährlicher Punkt. Und ich habe große Bedenken, was Satire, Humor und alles, überhaupt ein Kabarett und was weiß ich nicht angeht, weil da wird es, glaube ich, in nächster Zeit große Schwierigkeiten geben. Und zwar nie, und das Schlimme ist, es kommt dann zu dem Falle der Zensur, die wir nie wollten und die von den falschen Seiten uns dann vorgeworfen wird, wie mit dem typischen Satz, das wird man ja nochmal sagen dürfen, womit viele eben einfach ihre menschenfeindlichen Ansichten oder so etwas kaschieren und dann sagen, ja, genau, ich habe ja gesagt, man darf das nicht sagen. Nee, das ist eben genau, und das finde ich dann eben noch perverser und noch schlimmer, dass das dann dir wie so ein Bumerang zurückkommt und du am Ende noch vielleicht von den falschen Applaus bekommst, die dann sagen, ja, habe ich doch gesagt, siehst du, und deswegen die Systemmedien und so, die verbieten uns den Mund. Die verbieten uns nicht den Mund, aber sie haben so viel Schiss und so viel Angst, dass sie sich dann nicht trauen, eben auch klare Kante zu zeigen. Und das dürfen sie nicht. Sie müssten jetzt gerade zeigen, noch mutiger zu sein, noch klarer zu sein und dahinter zu stehen und auch zu sagen, ja, okay, war vielleicht nicht jedermanns Sache, war vielleicht nicht okay, spiegelt auch nicht die Meinung unserer aller Leute, weil das ist eben, wie du sagst, ein Kommentar mit einem Namen gekennzeichnet. Aber das ist übrigens unser Pressesystem und unser System der freien Meinungsäußerung. Das dürfen Sie gut finden und scheiße finden. Und wenn Sie deswegen unsere Zeitungen nicht mehr kaufen und uns in Sippenhaft nehmen, okay, auch in Ordnung. Dazu musst du eigentlich dann stehen können. Aber dass das eben momentan nicht passiert und dann eben eine solche Reaktion wieder passiert, das macht mir wirklich Angst. Und dass Seehofer so doof ist, wo es wirklich, also wo ich auch gedacht habe, da passen Sie doch jetzt auch drauf auf. Du lässt ja auch einen doofen Hund nicht alleine, wenn du weißt, dass er vielleicht über die Straße läuft und überfahren wird. Dachte ich auch, dass sie bei Seehofer jetzt auch ein bisschen aufpassen. Aber das hat mich auch echt schon schockiert. Also ja, das fand ich auch. Und ich finde auch so entsetzlich, dass diese Haltung, die du zwischendurch gerade eben beschrieben hast, nämlich man kann ja auch sagen, naja, ich habe es nicht verstanden, das ist nicht gut, das gefällt mir nicht oder ich habe irgendwie ein Problem damit. Über die Ebene reden wir ja gar nicht mehr. Wir reden ja gar nicht mehr drüber, dass jemand sagt, ich finde, mir gefällt es nicht oder ich finde es einfach nicht gut aus den und den Gründen, aber andere können es gut finden, sondern wir leben ja sozusagen in einer permanenten Fahndungsöffentlichkeit und einem permanenten Verdachtsmoment. Also das heißt, es wird nicht einfach unterstellt, vielleicht bin ich an mir selbst gescheitert, vielleicht habe ich es nicht verstanden oder einfach, ich finde es auch nicht lustig. Punkt. Andere finden es lustig, ich nicht. Aber darüber muss ich mich nicht aufregen, sondern ich kann einfach sagen, mich erreicht es nicht. Ich finde es trotzdem scheiße, dass überhaupt da die Assoziation Abfall und Polizisten aufgemacht wird. Wie auch immer es gemeint ist, mein Humor ist es nicht. Schönen Tag, immer ist was anderes. Da sind wir ja gar nicht mehr, sondern es wird ja sofort unterstellt, okay, die Autorin aber ist eigentlich unmenschlich, ist eigentlich eine furchtbare Person, hat nichts verstanden und hat das Allerschlimmste offensichtlich gemeint. Das heißt, wir gehen von einem Menschenbild aus, in dem ein Autor oder eine Autorin oder ein Schaffender, einer, der künstlerisch tätig ist, mit niedersten Instinkten, mit bösesten Absichten und am besten noch unterhalb der Menschenwürde irgendetwas tut. Also das heißt, wir setzen ganz unten an. Wir sagen, wir haben überhaupt nicht auf dem Radar, dass es ja auch ein Spiel ist mit Assoziation, dass es ein Spiel ist mit Provokation und dass man darauf auch spielerisch antworten kann. Nein, es geht sofort um die allerschlimmste Unterstellung. Und das finde ich für die gesamte Gegenwart eigentlich eine entsetzliche Diagnose, dass man davon ausgeht, dass ein anderer, irgendjemand, der etwas schreibt oder publiziert, per se mal, dass dem mal per se das Allerschlimmste zu unterstellen ist. Und woher kommt das? Also woher kommt das, dass wir nur noch in Fahndung und Verdacht unterwegs sind? Wir müssen eine Ecke ausleuchten, die wir noch nicht gesehen haben. Und da werden wir auch
bei diesem Autor oder dieser Autorin etwas finden, was sie überführt. Und dass es nicht nur um diesen Text ging. Und was für eine furchtbare Zeit. Da muss ich echt sagen, das ist schlimmer als Mittelalter. Ja, das ist vor allem aber auch im Mittelalter hast du halt noch ein paar Leute auf dem Marktplatz versammeln können und heute kann jeder im Internet seine Meinung kundtun und du hast eben auch, und das ist etwas, was mir auch letztens nochmal wieder durch den Kopf ging, du hast die, wenn du früher an früher denkst, ja, also da gab es zu wenig an Informationen. Und zu wenig an Medien und an verschiedenartigen Möglichkeiten, dich zu äußern oder dich zu informieren. Erstmal viele Jahrhunderte gab es gar nichts. Dann gab es nur, was sich erzählt wurde. Dann gab es die ersten Zeitungen. Dann gab es eine überschaubare Menge. Dann gab es erstmal wenige Sender und so weiter. Aber wir sind zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit eigentlich in einem Punkt, wo jeder Mensch theoretisch zu einem eigenen Medium werden kann. Das gab es nicht. Als ich noch Publizistik studiert habe, da ging es um Medien und wie sich Medien zusammensetzen und wie, das war aber niemals, war einer das. Also das waren immer, da kamen viele zusammen und dann hast du für ein Medium vielleicht gearbeitet und du warst ein Teil eines Massenmediums. Heute kann jeder Mensch selber ein Massenmedium werden. Das heißt, du kannst deine Meinung kundtun, du kannst deinen eigenen Kanal aufmachen, ganz alleine, und du kannst deine Meinung erzählen und du wirst Leute finden, die sie glauben oder hören oder glauben wollen oder gut finden oder wie auch immer. Und du wirst Leute finden, die sich darüber aufregen. Das heißt aber auch, gleichzeitig hast du eine viel größere und eine unendlich viel größere Art und Möglichkeit zu kommentieren und dich auch öffentlich zu äußern. Wenn du früher in der Menge gestanden hast und Buh gerufen hast oder hört, hört oder einen Apfel geworfen hast oder vielleicht mal ein faules Ei, dann warst du ja schon Huhu. Das kann heute jeder. Und das heißt, dass nicht nur Einzelzwischenrufe, sondern du kannst Wellen erzeugen und du kannst eben ein, und das Dumme, das Absurde dabei ist ja dann, dass selbst ein Medium, was ich einfach vielleicht öfter sagen würde, wie, wow, das will ich jetzt aber gerade gar nicht, was da jetzt gerade passiert. Ich sollte vielleicht mal zur Vernunft rufen oder mal sagen, überleg doch mal, was da passiert. Springen gleich wieder andere rauf, die sagen, das ist ja schön, da gibt es gerade Ärger, das heißt, da gibt es wieder Klicks und da passiert wieder was, dann machst du es mit. Und so wird das immer dieses Meinung gegeneinander, ja, und du musst immer ein Ja oder Nein und dieses Abstimmen, was sich so gefunden hat. Ich gebe immer zu, wirst du, auch im Twitter oder im Internet, immer zu kriegst du Abstimmungen, wo du irgendwie Ja oder Nein sagen musst, aber es gibt nicht, es geht nicht mehr mit Ja oder Nein dass du eine Meinung haben darfst, aber die auch für dich behalten darfst als Mensch, ist ja auch mal was Wichtiges, was wir wieder lernen müssen. Und dass du etwas doof finden kannst, aber deswegen den anderen nicht verklagen musst und nicht ihm vorwerfen musst, dass der ein böser, schlechter Mensch oder sonst was ist, wenn es jetzt um etwas eben, um Meinungen geht, nicht um Tiere schlachten oder ähnliches, sondern so, wenn es da eben darum geht, dass du einfach deine Meinung kundtust. Das ist doch wirklich, das ist ganz, ganz furchtbar. Und wenn wir da nicht aufpassen und nicht irgendwie wieder so ein bisschen durchatmen, ruhiger werden und auch die großen Medien nicht anfangen, sich nicht von der Furcht davor regieren zu lassen, dann werden wir ganz große Probleme mit unserer Meinungsfreiheit und mit der Pressefreiheit bekommen. Da sind wir nämlich wirklich kurz davor gerade. Ja, genau, das ist die Urbanisierung des Pressefreiheitsgedankens. Und ist es nicht erstaunlich, dass heute, genau wie du es beschreibst, nicht nur jeder ein Medium ist oder sein kann, sondern dass die Verengung des Medienbegriffs ganz furchtbar ist. Nämlich Medium heißt heute entweder senden. Also ich bin selbst ein Medium, ich habe meinen Kanal, so wie du es auch eben gesagt hast, ich haue raus, ich habe meine eigenen Follower, ich habe meinen eigenen Kanal, ich kann machen, was ich will und es wird gesendet, ohne dass da einer drüber guckt. Das ist die eine Bedeutung. Die andere Bedeutung ist die esoterische, irgendwelche Leute, die sich zum Medium machen und mit Toten sprechen oder in irgendwelche Sterne gucken und bei Astro TV komisches Zeug erzählen. Die zweite Bedeutung lassen wir mal aus. Aber die dritte Bedeutung,
die eigentlich die wichtigste ist, findet überhaupt nicht mehr statt. Nämlich, dass jeder, der Medium im Sinne des Sendens ist, zunächst einmal empfangender sein muss. Und dass jemand, der empfangender ist, zunächst mal auch einen Moment von Passivität hat und dass jeder Ausdruck, jedes Senden nur möglich ist, weil vorher ein Empfangen stattgefunden hat, weil man sich selbst zum Medium eines Problems gemacht hat, zum Medium eines Denkens, zum Medium eines Themas, zu irgendwas, zum Medium der Beobachtung, dass etwas auf einen gewirkt hat, dass etwas passiert ist, wo man selber sagt, hey, das beschäftigt mich, darüber muss ich nachdenken, da will ich in unserem Fall eine lustige Form finden, damit umzugehen. Aber der Weg dahin, dass das möglich ist, dass du deine Sendung machst, dass du deine Parodien machst, dass ich meine Sendung mache, meine Programme mache, das heißt ja nicht, dass man 24 Stunden plappert und das und permanent sendet. Dass wir hier jetzt heute Abend so miteinander reden können, wie wir es tun, heißt ja, wir müssen auch gleichzeitig wie Schwämme sein, die aufnehmen. Wir müssen Medien sein, die offen sind, die sensibel sind, die empfangsbereit sind, die Welt in allem, was sie ausmacht, in sich aufnehmen und dabei nicht verpanzern, nicht kalt werden, sondern das alles mit aufnehmen mit all unseren Emotionen und all unsere Differenzierungen, die in uns ist. Nur das ist die Möglichkeit, um am Ende wirklich zu senden und etwas zu machen, was die Leute mehr beschäftigt, als nur mit einem schnellen Like reagieren lässt. Und dieser Medienbegriff ist völlig weg. Absolut, absolut. Und das ist eben etwas, was ich schon immer gesagt habe, es ist, und es wird mit jedem Tag dringender eigentlich, wir sollten Medienkunde als Schulfach haben. Ich sage es schon seit Jahren, weil genau dieser Begriff, also Medien und das Verstehen, das Aufnehmen von Informationen, das Verarbeiten, das damit umgehen, wie du selber mit dir in die Öffentlichkeit gehst und so weiter. Angefangen bei einfachen Sachen wie das Lesen einer altmodischen Zeitung bis hin zu, wie gebe ich bei Google die richtigen Begriffe ein, wenn ich etwas finden soll und so weiter. Das sind Dinge, die uns seltsamerweise nie beigebracht wurden, obwohl das unser Leben am meisten beeinflusst. Und wir alle und vor allem je jünger die Menschen, desto mehr sind sie selber eben schon in diesen Medien mit drin, und zwar mehr, als sie es jemals zuvor waren, dass eben selber sich dazu machen oder dass eben genau dieser Punkt, den du sagst, was ja eben das Problem bei den meisten bei vielen Influencern oder Instagram-Modellen gerade eben ist, dass sie eben nichts empfangen, sondern wirklich nur ausstrahlen, nämlich nur, was sie erleben, was sie sind, wie sie sich im Spiegel sehen und was sie gerade da machen wollen und wo es eben nicht um das geht, aber was du eben gar nicht mehr verstehen kannst. Das ist etwas, was ganz, ganz schwierig ist und was zu solchen Problemen führt, wie wir sie jetzt hier auch gerade sehen, dass du dann eben auch mit etwas, was du liest oder was du aufnimmst, nicht mehr umgehen kannst und dann im dümmsten Fall wirklich sagst, wie, dann muss ich verklagen. Das ist ja so, das dürfte, was du in dem Fall gerade eigentlich tun kannst. Also jedenfalls wie bei dem, wenn du einen wirklich gleichzeitig sind im Netz und auf Seiten, die vielleicht sogar größere Klickzahlen haben als die Taz-Abonnenten oder Leser, ja, werden momentan wirklich staatszersetzende, menschenfeindliche, boshafte Dinge gesagt, wo man wirklich gegen angehen könnte. Das macht aber, da macht keiner. Da kommt Seehofer nicht drauf, sich wirklich mal umzugucken, wo gerade irgendwo was passiert, sondern nimmt sich dann einen satirischen Artikel, den er nicht verstanden hat, aber wo er gerade gemerkt hat, es haben sich ein paar drüber empört. Und zwar, das ist ja nur ein Aufspringen auf die Empörungswelle. Also das ist ja, wenn ein Politiker das macht, hat das ja nicht den Sinn, dass er glaubt, boah, da ist aber etwas gesagt worden, was jetzt so schlimm ist, dass da so eine Beleidigung ist. Also wenn er sich damit wirklich auseinandergesetzt hätte, hätte er es eben nicht gemacht, weil dann hätte ihm klar sein müssen, wie absurd eigentlich diese Art der Klageandrohung ist. Sondern er hat das nur mitbekommen und hat gedacht, da setze ich mich mal mit drauf und sag mal, so geht's aber nicht. Weil ich möchte der Polizei mal sagen, dass das hier, die machen was Gutes hier jetzt gerade. Und wir sind stolz auf unsere Polizei und wir wollen nicht, dass die jetzt gerade mit der Polizei in Amerika, wo die ganz andere Probleme haben, gleichgesetzt wird. Ist ja auch eine Meinung, ist ja auch okay, kannst ja auch so sagen. Aber dann sich da so aufzustürzen und zu sagen, oh, da hat einer gerade die Polizei beleidigt, dann
verklage ich die mal, dann werde ich schon, da zeige ich mal, wo der Hammer hängt. Das ist ja der Gedanke dahinter. Das war ja dieses Doofe. Und das passiert eben dann, und das wird uns eben dann ganz in Zukunft noch häufiger passieren. Oder eben im schlimmsten Fall, so eine Androhung von der Klage ist, glaube ich, noch das im Grunde noch das geringste Übel, weil das wird gar nicht passieren und das wird auch gar nicht weitergehen. Aber die Angst, die dann in den Medien herrscht, die sich dann nicht mehr trauen, sowas zu veröffentlichen, die dann nicht mehr zu ihren dazu stehen, dass sie vielleicht noch am Abend gesagt haben, ja, ist lustig, mach mal, und dann, oh nein, das geht natürlich nicht, die müssen wir vielleicht entlassen oder sonst wie. Und eben gerade bei den, leider dann eben auch gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo es dann eben sehr häufig zu dieser Angst geht, wie, oh, wir wollen uns da jetzt nicht nochmal einen Ärger einhandeln, und der Buro hat das ja auch gerade gehabt, und dann lassen wir das mal lieber. Und Genau. da stehen wir kurz davor. Wir müssen tierisch aufpassen, das wird weitergehen. Ja. Und das hat Seehofer als Instinktpolitiker, der er ist, natürlich sehr genau gesehen. Das ist seine Chance. Dieses nicht, oh, es geht gar nicht um die Anzeige, dass die wahrscheinlich sowieso gar nicht durchkommen wird, ist klar. Aber die Botschaft unter dem Motto, der Innenminister ist persönlich als Innenminister, nicht als Privatperson, sondern als Innenminister bereit, das zu machen, wird in den Redaktionen natürlich Angst auslösen, wird auslösen, wollen wir in dieser Form Teil der Debatte sein, wollen wir, und bei vielen Verlagshäusern spielt das ja eine Rolle, wollen wir wirklich in die Situation kommen, dass wir unser mühsam zusammengespartes Geld über irgendwelche Paywall-Texte am Ende für Rechtsanwälte raushauen müssen. Also die Schockwirkung in die Redaktionen hinein funktioniert, auch wenn es natürlich völlig absurd ist und wir alle wissen, dass es juristisch höchstwahrscheinlich überhaupt keinen Bestand haben wird. Aber die schockierende Wirkung, und das hat wirklich Züge von frühem Urbanismus, die Schockwirkung. Es könnte immer sein, dass der Innenminister da persönlich eingreift. Fühlt euch mal nicht so sicher mit dem, was ihr da für Satire haltet. Denn was Satire ist und was nicht, das bestimmt immer noch der Staat. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, vor allem wenn wir uns die Entwicklung in anderen Ländern wie in Europa und außerhalb von Europa angucken. Dann ist das schon als Zeichen so massiv gefährlich. Und wenn man, wie wir beide ja in Redaktionen arbeitet, weiß man, wie dünnhäutig man dort auch häufig geworden ist. Und zwar nicht nur bei Printmedien, die wirklich oft in existenziellen Krisen sind, sondern auch in öffentlich-rechtlichen Sendern ist man da hochhellhörig und hat eine unglaubliche Angst. Das hat man ja auch an dieser Buro-Reaktion gesehen, weil man sich natürlich die Diskussion ersparen möchte, ach, dafür nehmt ihr also eure Gebühren. Das ist ja immer der zweite Satz, nachdem irgendwas Inhaltliches kritisiert wurde, ach, dafür bekommt ihr euer Geld, dafür, dass ihr so einen Scheiß sendet. Und weil man da so dermaßen dünnhäutig geworden ist, empfängt man auf dieser Frequenz leider sehr, sehr gut und nicht auf der Frequenz der Solidarität mit den eigenen Leuten. Ja, und du hast eben, ich meine, wir müssen ja nur mal zurückdenken, und wenn dann wirklich ein Politiker, und zwar ein Politiker, also ein verantwortlicher Politiker, der im Kabinett sitzt, der wirklich also jetzt nicht nur irgendwie auch von einem Hinterbänkler oder einer von der Opposition, der gerade mal in die Presse kommen will, so etwas sagt. Wir erinnern uns daran, wie es war, als Seibert im Namen von Merkel sich im Vorherein schon entschuldigte für das Böhmermann-Gedicht, was niemals eine solche Welle ausgelöst hätte, wenn es nicht dazu gekommen wäre, weil das ein einmaliger Vorgang war, der einfach dazu geführt hat, dass plötzlich eben ein Satirebeitrag überhaupt eine derartige Aufmerksamkeit bekam. Weil wenn sich eben die Kanzlerin im Namen schon von vornherein, bevor es zur Beschwerde kommt, dafür entschuldigt, dann ist das etwas ganz anderes. Wenn Seehofer eben als oder Heimatminister hier sich da eben da schon meldet und dann eben sagt, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn irgendwer sagt, wie, da sollte man mal verklagen oder so. Und das ist, da müssen die Politiker, sollen, also wenn die nicht mal langsam aufpassen, dass sie mal ab und zu dann doch da ihre Fresse mal besser halten, dann haben wir wirklich bald ein ganz riesiges Problem mit der Presse. Jetzt dreht sich's bei dir. Ich habe
Hakt es bei jetzt dir? Bist du wieder da. Kurz, ja, du warst kurz weg, aber jetzt bist du wieder da. Pass auf, wir müssen da sowieso gleich einmal Pause machen. Ich würde um eine Pause bitten, und zwar, weil ich jetzt auf mein Handy gegangen bin, ist mein Akku gleich alle. Ich müsste mir einmal ein Ladekabel besorgen. Ganz mach kurz. Mach das mal. Da ist er wieder. Ich bin wieder da. Bist du auch schon wieder da? Ich, wie gesagt, ich sehe dich ja immer hier nur zeitverzögert. Kennst du das, diese Albträume, die man manchmal hat, wo nichts klappt? Also du willst raus und immer fehlt dir irgendwie etwas, ja? Und zwar, ich bin hochgerannt, so schnell wie ich konnte, habe ein Kabel geholt. Also habe das Kabel geholt. Dann habe ich geguckt und merkte, scheiße, das ist zu kurz. Dann bin ich nochmal hochgerannt und habe ein Verlängerungskabel geholt. Habe das angeschlossen, sehe, alles ist super. Und gucke, will das einstöpseln, da fällt mir ein, verdammt, du hast ja ein unterschiedliches Kabel für iPad und für iPhone. Und ich bin jetzt am Telefon, bin ich zum dritten Mal hochgerannt, um das richtige Kabel für das iPhone zu holen, wo ich dann merkte, oh scheiße, ich glaube, ich habe das Knie verrenkt oder irgendwas. Und so humpelnd hier jetzt eben so zurückkam. Und so dann wirklich mit dem absoluten Körpereinsatz habe ich es aber irgendwie geschafft und bin jetzt wieder hier. Und ich hoffe, es geht. Also, wow, das ist ein Abend heute. Also, aber es scheint zu funktionieren. Aber, ja, total. Der Empfang ist allerdings noch nicht viel besser geworden, muss ich sagen. Aber ich bin guter Dinge, dass es bei dir und bei den Leuten draußen trotzdem einigermaßen vernünftig ankommt und man später beim Zusammenschnitt auf YouTube gar nichts mehr merkt. Aber hier so ist es echt immer sehr grenzwertig, aber es klappt ja einigermaßen jetzt inzwischen. Absolut. Nee, bei mir kommst du komplett synchron an, zum Wohl. Wort, Ton, Bild, alles eins. Also hier alles mega. Und ich hoffe bei den Leuten auch. Und ich glaube morgen bei YouTube, dann lassen wir den ganzen Quatsch der Suche am Anfang mal weg und reduzieren das Ganze auf das Gespräch. Und dann da wird ich mir keiner das dann auch sagen, erstmal an und werde dann sehen, was wir da gemacht haben. Ja, das wird interessant werden. Genau. Nein, also das ist heute wirklich, ich hoffe, dass ich irgendwann rauskriege, was das hier ist oder war. Ich habe es eben nochmal auch nebenbei jetzt trotzdem auch nochmal probiert. Ich habe immer noch kein Internet. Also ich kriege immer, wenn ich auf Internet gehe, WLAN und so weiter, dass ich keine Verbindung habe. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich bin überfragt. Meine Fähigkeiten sind da leider am Ende. Aber egal. Wir haben uns ja jetzt sehr daran gewöhnt, aber es ist schon sehr, sehr seltsam, was hier heute los ist. Aber absolut. Aber insgesamt genau, läuft es noch. Und genau. Welches Thema? Wir waren jetzt gerade ja bei unseren Problemen mit der Pressefreiheit und mit allem. Und vielleicht, da würde ich auch gerne nochmal bei einem nachhaken, weil das ist ja auch etwas, was jetzt gerade durch die ganzen Medien ging. Und das, ich habe es ja eben auch schon erwähnt, dass die BBC zum Beispiel in England rangegangen ist und Folgen von Fawlty Towers und von Little Britain. Little Britain sogar komplett, wo ich natürlich mit verbunden bin, weil ich da die Synchro für gemacht habe und mit Olli Welke zusammen, aus dem Archiv genommen hat und jetzt auch bei Netflix, glaube ich, waren sie, ne? Also sind sie, glaube ich, auch raus. Sogar Amazon hat, wie ich mitbekommen habe, einzelne Teile von Programmen, glaube ich, rausgenommen, die zum Bestellen, also das hat mich sogar gewundert, plötzlich sind nämlich auch die zum Teil verschwunden. Also eine sehr, sehr seltsame Welle, die da losgegangen ist. Und das hat mich auch vollkommen schockiert, weil das eine andere Geschichte jetzt natürlich nochmal ist und nicht mit der Trottelaktion von Seehofer zu vergleichen. Ja. Aber die eben auch gezeigt hat, was passiert, wenn du plötzlich anfängst, genau in die falsche Richtung, wie ich finde, zu argumentieren oder zu gehen, weil wenn du weil es Ausschreitungen gibt, die absolut 100%, glaube ich, für uns alle auch nachvollziehbar und verständlich sind und endlich die Menschen auf die Straßen gehen und das, was da eben in Amerika gerade passiert und was dann durch Trump befeuert, ein furchtbarer Wahnsinn ist, der da ausgebrochen ist und was man überhaupt sich eben auch in der heutigen
vermeintlich aufgeklärten Zeit ja überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dass so etwas noch geschehen kann und dass ein Präsident so reagieren kann, wie er das ja gerade tut und getan hat die ganze Zeit. Aber wenn das dann eben dazu führt, dass du am Ende Satire zu den Fragen, also zum Thema Rassismus oder nicht nur Rassismus, sondern ja auch noch zu vielen anderen Themen, wenn du dann aber anfängst, die Satire davon falsch zu verstehen und zu beschneiden beziehungsweise ganz rauszunehmen, weil du Angst hast, dass Leute sie falsch verstehen, da sieht man ja, wie schlimm es dann eben nochmal großflächig werden kann. Also wenn die BBC, also einer der größten Sender, das eben tut, das hat mich vollkommen schockiert. Und John Cleese ja, glaube ich, auch, der hat sich auch sehr massiv im Internet dazu geäußert, weil das ist genau das, wo wir eben drüber gesprochen haben, was dann als nächstes passiert und wo ich nur hoffe, dass das nicht noch weitergeht und dass wir da ganz, ganz schnell wieder zur Vernunft zurückkehren und das irgendwie nochmal vernünftig darüber reden, bevor das noch viel weitergeht. Also ich habe diese BBC-Geschichte tatsächlich bisher nur am Rande mitbekommen. Deswegen, ich habe den Tenor, den du auch gerade angesprochen hast, den habe ich verstanden. Aber ich brauche da noch mal ein paar Stichworte, um es noch genauer zu verstehen. Die Angst war quasi, dass bestimmte Teile der Serie, die sich satirisch mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen, ernst genommen werden könnten und falsch verstanden werden könnten. Und deswegen hat man sie rausgenommen. So habe ich's verstanden. Genau, es geht um zwei spezielle Fälle. Also das eine ist bei Fawlty Towers, ist es eben die Figur eines alten Majors. Und die Serie ist ja aus den 70ern. Und da ist ein alter Major, der über die Inder und Pakistani und so Witze macht, weil er eben im Cricket-Team, also so ein alter, tatteriger, seniler Opa, der rassistische Äußerungen loslässt. Vor allem hier in der Folge, und das ist dann eben auch noch die besondere Pointe daran, in der Folge The Germans, wo es eben darum geht, dass Deutsche in dem Fortis Hotel da eben vorbeikommen und es die ganze Zeit um Nazi-Witze und dass man eben nicht den Krieg erwähnen darf und so weiter geht. Also eine ganz klar, wo mit den ganzen Klischees und sowas gespielt wird, aber eben dieser Opa so ein paar, eine Menge rassistischer Klischees loslässt, dafür aber auch dementsprechend auch, man auf ihn reagiert, aber trotzdem das natürlich sagt, klar, also eben um das satirisch zu zeigen, dass es Menschen gibt, die so sprechen. Das ist die eine Nummer und bei Little Britain geht es noch darum, dass ja da eine Sendung ist, wo zwei Personen, also die beiden eben David Walliams und Matt Lucas spielen ja quasi ein Abbild von England im Kleinen und haben auch sowohl Engländer, also weiße Engländer, wie auch Engländer und Menschen, die in England leben, haben sie auch zwei, drei, vier, fünf Figuren mit dunkler Hautfarbe gespielt, wo dann natürlich sehr schnell der moralische Zeigefinger zum Thema Blackfacing dann eben kommt. Und das ist etwas, was hier, was ein ganz schwieriges Thema ist, weil du das eben sehr schnell dir eben auch sofort eine Empörungswelle dabei wieder rausholen kannst, aber wo man einfach erstmal wieder zurückgehen muss und darauf, was eben auch Rassismus bedeutet und was eben Satire bedeutet. Und hier ist es eben der Fall, es geht hier nicht darum, sich darüber lustig zu machen, dass Menschen eine andere Hautfarbe haben. Es geht auch nicht darum, wie lustig ist das, dass ich mir jetzt das Gesicht anschmiere und irgendwie dann jemanden mit einer anderen Hautfarbe spiele. Das ist nämlich das, worum es beim Blackfacing geht, wo wir ja dann eben zurückkommen, was eben heute sehr schön und sehr schnell immer sehr gerne falsch verstanden und auch falsch benutzt wird. Blackfacing kommt aus einer Zeit, wo man sich hingestellt hat und eben wirklich ehrlich mit Schuhcreme sich das Gesicht angemalt hat, als Weißer, vor allem noch in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und dann eben ein lustiges Klischee des Schwarzen oder des Farbigen gespielt hat als Weißer. Und das ist natürlich etwas, was vollkommen aber eine andere Sache ist, als wenn du jetzt heute auch als Satiriker und der verschiedene
Menschen und verschiedene Arten von Menschen darstellt. Wenn du dann aber das nicht mehr machen darfst und man dir damit Blackfacing vorwirft, glaube ich, kommst du von der vollkommen falschen Seite. Also wie wäre es gewesen, wenn sie jetzt die 20, 30, 40 verschiedene Rollen spielen, um eben ein Abbild von England zu machen, wenn sie jetzt da aber nur Weiße dargestellt hätten? Nur mal als gleich, ist eben das Gleiche, dass du auch sagen kannst, wie, sag mal, und die anderen, also das dürft ihr, warum spielt ihr nur weiß, warum macht ihr nur dieses und warum macht ihr nur jenes? Und da hat man jetzt eben auch die komplette Serie, haben sie aus dem Programm genommen und das ist also weit entfernt vom Rassismus oder ich glaube auch gerade den beiden kann man alles vorwerfen, aber kein Rassismus. Ja. Aber auch das wurde eben von BBC sofort rausgenommen mit der großen Angst, dass es Ärger geben würde, weil sich da einige wenige gemeldet haben, sagen, oh, die spielen hier ja etwas, darf man dann das? Und das ist eben jetzt gerade, also international ist eben groß gegangen. Und da haben viele Länder nachgezogen und ich glaube bei uns noch nicht, aber viele, viele Länder haben da sofort mitgemacht und die BBC hat eben sich auch meines Wissens nicht weiter jetzt dazu geäußert. Ich weiß nicht, ob sie Fawlty Towers wieder reingenommen haben, weil John Cleese sich da persönlich auch gleich dazu gemeldet hat. Aber das ist schwierig. Und da kommen wir eben auch auf den Punkt, und das muss man ja auch nochmal bei anderen Sachen sagen, das nächste, worum es auch noch ging, war, dass im gleichen Zuge auch bei, ich glaube auch bei Netflix, Vom Winde verweht aus dem Programm genommen wurde. Genau. Und das wiederum dazu Rekordverkäufen der DVD geführt hat, weil das eben vom Streaming-Dienst wieder runtergenommen wurde. Und da kommen wir auch auf einen Punkt, der ganz schwierig ist. Und das ist etwas, wo ich auch viel in letzter Zeit drüber nachgedacht habe. Aber wenn du dir einen Film anguckst, wie Vom Winde verweht, da hast du aus verschiedenen Gründen sehr, sehr viel, wo du heute, wenn du dir das anguckst, drüber reden kannst und solltest und darfst und nachdenken darfst und auch vielleicht empört da sitzen darfst, weil es geht einmal um eine Zeit, es spielt ja auch zur Zeit der Südstaaten, wo es also noch darum ging, Sklavenhaltung, ja, nein und kurz danach und wie bist du dann, wie gingen die Leute dann mit den farbigen Mitbürgern um und so weiter, dass du siehst, wie es damals in der Zeit war. Und du siehst aber auch, weil der Film ist ja von, glaube ich, 41 oder so, also noch sehr früh, fast 100 Jahre oder 80 Jahre ungefähr her, wie damals aber auch dann wiederum die Schwarzen im Film dargestellt wurden, weil selbst die Schwarzen, die quasi sich spielen werden und wurden damals in den Filmen eingesetzt, meistens, in übertriebener, lustiger Klischee, also furchtbaren Klischee-Versionen ihrer selbst. Und wenn du dir solche Filme anguckst, dann finde ich persönlich, sind das eben für mich, also wenn ich die sehe, auch Zeitdokumente. Ich sitze da oft auch davor und denke, meine Güte, so war das früher. Das musst du dir erstmal wieder ins Gedächtnis rufen. Guck dir, mit Schrecken sehe ich viele der 80er Jahre Actionfilme aus Amerika. Wenn du dir die heute, kannst du, glaube ich, kaum noch welche angucken, ohne dich im Grunde dabei in Grund und Boden zu schämen. Wenn du dir da ansiehst, wie da, also jetzt gerade was Hautfarben, Rasse, Nationen, Nationalitäten oder so angeht, wow. Da fliegend geht es ja, also da denkst du, könntest du heute in keiner Form mehr machen. Zum Glück. Wenn du dir die 70er, 60er Jahre anguckst, was ich über Schläferz und so viel gemacht habe, wie da mit Frauen umgegangen wurde. Unglaublich. Was da, eine Frau war kein Lebewesen, was respektiert und ernst genommen wurde. Das war nur ein Begleitmensch, der gerettet werden durfte vom Helden. Und der jeden Mann begehrte. Das ist also in die 60er-Jahre-Filme, 60er-Jahre Action, Abenteuer, Agentenfilme und so weiter, dieses ganze Genre, was noch fernab von Bond, was ich da gesehen habe, das würdest du nicht mehr glauben. Das würdest du selbst als Satire heute nicht mehr glauben. Und selbst die Bond-Filme kannst du zum Teil, wirst du Kopfschütteln heute zum Teil davor sitzen. Aber ja, das alles zu löschen und das alles wegzunehmen, ist, glaube ich, der komplett falsche Weg. Es ist wichtig zu verstehen, auch für Menschen, die jetzt jünger sind, woher kommt überhaupt so eine Denke? Wenn ich glaube, viele Menschen von heute können gar nicht mehr verstehen, warum reden wir denn vielleicht noch über Gleichberechtigung und Probleme damit? Warum? Was ist denn das Problem mit Rassismus, gerade
gerade in Amerika, aber auch bei uns mit Fremdenfeindlichkeit, mit Schwulenfeindlichkeit. Guck dir an, Schuh des Manitou, Traumschiff Surprise, was von vorne bis hinten von schwulen Klischees lebt. Das würdest du heute nicht mehr so machen können. Es ist aber jetzt nicht bösartig und es ist auch nicht, deswegen solltest du da nicht den Film verdammen oder den rausnehmen, aber du darfst darüber nachdenken und du kannst daran sehen, wie sich die Zeit verändert hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Genau. Also Geschichte, die uns vielleicht irgendwie in irgendeiner Form nicht mehr so gefällt oder wo wir uns vielleicht auch selber schämen, dass wir uns mal so geredet oder so gedacht haben, dann rauszunehmen und aus dem Fleisch zu schneiden, ist, glaube ich, der ganz falsche Weg. Sondern im Gegenteil, da müssen wir uns dann mit auseinandersetzen. Und da darf man auch gern drüber reden. Da kann man sich auch was überlegen, dass man da vielleicht was zu erklärt oder ähnliches. Aber aus Angst, das aus dem öffentlichen Bewusstsein herauszunehmen, ist, glaube ich, da auch ein ganz falscher Weg, oder? Ja, ich halte das für neobarbarisch, um ehrlich zu sein. Ich halte das für hochgefährlich und es ist ein totalitärer Ansatz. Wir wollen uns, ja. Also das heißt, im Gewand des Guten und des Besseren und des, wir müssen anders agieren, wir dürfen das alles nicht mehr zulassen, was ein richtiger Ansatz ist. Und im Gewand dieses scheinbar so aufklärerischen, so modernen, so zeitgemäßen Verständnisses passiert das Gegenteil, nämlich ein totalitärer, neobarbarischer Akt, in dem nämlich gar keine Auseinandersetzung mehr stattfindet. Und sowas wie Mündigkeit oder Aufgeklärtheit oder wie auch immer man es nennen will, bildet sich ja nicht, indem man Menschen vor den Abgründen der Vergangenheit beschützt, indem man auslöscht, indem man so tut, als hätte es etwas nicht gegeben, sondern Reife entsteht ja durch Auseinandersetzung. Und der Begriff ist ja sehr schön. Auseinandersetzen heißt ja, sich auseinandersetzen, um sich danach neu zusammenzusetzen, in einem neuen Verständnis. Also das heißt, sich auszusetzen und eben nicht in den immer gleichen Weltbildern zu denken, sondern zu sagen, okay, was war damals? Was war damals normal? Warum war es normal? Warum hat man den Schuh des Manitou so gemacht? Warum hat man in den 60ern, 70ern diese oder jene Filme oder Comedy-Serien für lustig gehalten? Warum hat Fips Asmussen welche Witze gemacht? Und nur wenn ich das verstehe, nur dann kann ich doch in der Abarbeitung und in der Wahrnehmung dessen, was damals als Norm galt, sagen, meine Norm heute sollte aber eine andere sein. Und mir ein Urteil bilden, warum machen wir es heute so nicht mehr? Oder warum bin ich, wenn ich ein rückwärtsgewandter Sack bin, der Meinung, wir müssen es wieder genauso machen? Aber es ist ja in diesem ganzen pseudo-modernistischen, wir machen jetzt alles besser, wir haben es verstanden, wie es geht, steckt wieder ein tiefes Misstrauen gegenüber der Urteilsfähigkeit und der Urteilskraft von Menschen, nämlich dass Leute in der Lage sind, Dinge zu sehen, für sich einzuordnen und daraus zu lernen. Und zu sagen, nee, wir nehmen ihnen das, damit sollen sie, das ist Gift, damit dürfen sie nicht mehr in Berührung kommen, um Gottes Willen. Das sagt ja im Grunde, dass sie ein bisschen wie Kinder behandelt werden, die nicht wissen, was gut und was schlecht ist für sie. Und ich finde das entsetzlich. Genau wie diese Bilderstürmerei, diese Denkmalstürzerei. Es geht doch darum, sich damit auseinanderzusetzen, ob das noch unser Denkmal ist oder nicht. Und wenn es das noch ist, dann warum ist es das? Und wie etikettieren wir das Ganze? Wie ordnen wir es ein? Wie erklären wir es? Und nicht Sachen einfach wegzuwerfen und dann immer so, die haben nie stattgefunden. Denn der Moment des Vernichtens, des, wie es hat nie stattgefunden, ist ja im Grunde nur der Keim für den nächsten Totalitarismus. Denn überall da, wo etwas verschwiegen wird, wird etwas interessant. Dann gibt es wieder die Kräfte, die kommen und sagen, wir müssen ja genau das wieder hervorheben, weil wir dürfen es ja nicht mehr zeigen. Wir dürfen es ja nicht mehr sagen. Und die ganze Front, es darf ja alles nicht mehr gesagt werden, es darf ja alles nicht mehr gezeigt werden, die wird ja dadurch nur bestärkt. Das ist ja Wasser auf deren Mühlen. Und natürlich haben wir keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, aber wir haben eine Enge des Diskurses mittlerweile. Und die Enge ist massiv und die ist entsetzlich, weil sie am Ende denen in die Karten spielt, die sie eigentlich besiegen soll. Nämlich die sagen, ja guck, man darf doch alles nicht mehr. Es darf kein Denkmal mehr stehen, es darf kein Film mehr gezeigt werden. All das ist einfach weg. Wir haben doch recht, hier darf man nichts mehr sagen, hier darf man nichts mehr zeigen, hier darf man keine Filme mehr gucken. Also, wählt uns, dann wird sich das alles ändern. Und im Bewusstsein eines Fortschritts redet man denen, die den Rückschritt wollen, damit eigentlich das Wort. Ja, und es ist eben ganz, und das ist wirklich,
das ist brandgefährlich. Und es ist etwas, was eben auch den Menschen, das Verstehen ist halt immer wichtig. Und ich merke das also so, wenn du dir anguckst oder wenn du häufig hörst, was jüngere Menschen sagen, und zwar jetzt nicht abwertend oder so gemeint, sondern nur, denen fehlt zum Teil eben wirklich dieses Hintergrundwissen, weil sie es gar nicht mehr so erlebt haben. Also wenn du nicht erlebt hast, wie unsere Mütter und Großmütter noch um ihre Rolle als Frau kämpfen mussten, wie wenig sie ernst genommen wurden, sondern als Hausfrau neben dem Mann daherliefen. Wenn du nicht weißt, dass es lange Zeit gedauert hat, bis sie, das war noch gar nicht so lange, ist ja so lange her, ist, dass sie eben gar nicht ohne Einwilligung des Ehemanns einen Beruf ausüben durften und ähnliches. Das ist ganz, ganz nah an uns dran, ja, weil jeder hat eine Mutter oder eine Großmutter oder sowas und so oder einen Vater oder was gehabt. Also das kennen wir alle. Dann geht es um Hautfarbe, Nationalität, ähnliches. Da haben wir andere Krisenherde oder Probleme oder wie auch immer untereinander als jetzt die Amerikaner oder andere Nationalitäten, aber wir alle haben das Gleiche. Also wir alle haben das Problem, dass sich dass sich die Weißen über die anderen oder die Reichen über die Armen oder wer auch immer über wen wichtiger höher als die einzig Wahren halten oder was auch immer. Das haben wir ja überall auf der Welt. Das ist ja überall so. Aber wenn du das nicht ein bisschen nachvollziehen kannst und wenn du nicht verstehst, wie vor allem gerade auch eben in Amerika mit den Schwarzen noch in den 60ern, dass das noch in den 60ern sie noch nicht in die gleichen Geschäfte durften, noch nicht die Toiletten von Weißen mit benutzen durften und so weiter. Wenn du das nicht so halbwegs wenigstens verstehst, wirst du nicht begreifen, warum heute da eine solche Wut und eine solche Frustration auch bei den Menschen herrscht. Und du wirst auch nicht verstehen, warum das so extrem wichtig ist, dass das jetzt endlich irgendwann mal aufhört und dass da wirklich irgendetwas geschieht. Und warum das bei so vielen anderen Menschen noch so tief verwurzelt ist. Das begreifst du dann gleich. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und es ist wichtig, dass du da aber vielleicht auch mal drüber redest. Das gibt es halt nicht. Also du bist auch nicht damit, kein Sender oder so ist gewohnt, dass du dich vielleicht mit den Inhalten nochmal auseinandersetzt, was ich sehr spannend finde. Also jetzt nicht, dass ich das überall haben will, aber ich finde es nur überhaupt spannend. Und bei mir ist es jetzt einfach nur so, dadurch, dass ich das eben durch Schläferz gerade eben tue, dadurch, dass ich mit Peter immer die schlechten Filme halt nehme und wir so durch die ganzen Jahrzehnte gehen, geht mir das so, dass ich da teilweise sitze und sage, ich glaube es nicht, also, what the fuck, das habe ich ja in den 80ern, da bin ich groß geworden, das war so in den 90ern noch, der Film lief, da hast du nie irgendwie was dazu gehört, dass da wohl hat sich keiner drüber beschwert, über diesen oder jenen Punkt hat sich keiner aufgeregt, da gab es keine Welle der Empörung oder so, da sitze ich jetzt heute immer zu davor und kann das manchmal gar nicht glauben und finde es unglaublich interessant und wichtig und gucke seitdem Filme ganz anders, eben als Zeitdokument und gebe mir auch immer Mühe, vorher mal nochmal vielleicht nochmal zu gucken bei manchen Sachen, wann ist der denn entstanden? Was war denn da sonst noch so los? Weil du daraus ganz, ganz viel lernen kannst. Und das müssen wir tun. Also wir müssen uns eben mit dem, was mal war, auseinandersetzen. Und Geschichte ist nicht nur das, was 100 oder 200, 300 oder 500 Jahre entfernt ist und was in irgendwelchen Büchern steht. Geschichte ist auch das, was vor 10, vor 20 Jahren oder auch noch vor 5 oder eben vor 30 oder 40 passiert ist, weil das uns unseren Alltag extrem mit beeinflusst. Und da müssen wir echt lernen, vernünftig mit umzugehen und dürfen nicht irgendwo hingehen, Sachen rauszuschmeißen, zu verleugnen, ja. Oder dann eben aus Angst, dass Leute es falsch verstehen, andere wieder zu bevormunden. Also das ist wirklich gerade eine ganz, ganz, ganz gefährliche Zeit, in der wir da, was Presse und Kunst und Meinungsfreiheit, Kultur allgemein angeht. Ja, und guck dir an, auch wenn du so, keine Ahnung, ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe als Kind in den 80ern, eine meiner Lieblingsserien war das A-Team. Und ich habe das A-Team, ja. Ich habe das geliebt. Ich fand das auch so,
Großartig. Und trotzdem gab es, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es seit Jahren nicht mehr gesehen, aber natürlich gab es doch gegenüber hieß er BT? Ich glaube, BT hieß er, ne? BA. Der Schwarze. BA hieß er, BA. Und BA Baracus. das war ja auch, genau, das war ja auch gespickt von Anspielungen mindestens, die man auch heute zu Recht rassistisch nennen würde. Der war irgendwie der bisschen doofe und aber trotzdem ist es doch wichtig, sich das anzugucken und sich zu fragen, okay, wie reagiere ich drauf? Warum irritiert es mich? Was passiert überhaupt mit mir? Finde ich es vielleicht punktuell auch lustig? Muss ich auch über etwas lachen, worüber ich eigentlich rational natürlich nicht lachen würde? Wenn ich darüber nachdenke, würde ich sagen, um Gottes Willen, wie kannst du darüber lachen? Aber eigentlich muss ich mir eingestehen, finde ich es halt auch lustig. Und also sich solchen Widersprüchen auch auszusetzen, dass etwas in uns stattfindet, was widersprüchlich ist. Dass wir auf der einen Seite rational wissen, nee, finde ich wichtig, dass das heute nicht mehr so gemacht wird oder würde man heute hoffentlich nicht mehr so machen. Und trotzdem erwische ich mich dabei, dass ich vielleicht punktuell denke, es ist geil geschrieben oder es bringt mich zum Lachen. Weil es gibt ja nun mal nicht das, wie Robert Gernhardt so schön gesagt hat, es gibt nicht das niveauvolle Lachen, so wie es den niveauvollen Orgasmus nicht gibt. Entweder du lachst oder du lachst nicht. Und sich damit auch auseinanderzusetzen, dass man eben manchmal auch, weil es eben emotional ist, an Stellen sich unterhalten fühlt, wo man sich vielleicht verschämt oder sagt, das möchte ich eigentlich gar nicht. Aber dann auch nicht sofort zu verurteilen und sofort in den Modus zu gehen, wie kannst du nur? Wie kannst du nur sein? Da darfst du nicht lachen, sondern sagen, nee, es findet eben beides statt. Es ist eben, zum Teil muss ich an Stellen lachen, bei die ich eigentlich nicht unterstütze, aber es passiert. Und sich dann zu fragen, warum ist es so? Was ist da? Was machen diese Widersprüche aus? Darum geht es doch und nicht darum zu sagen, oh, ah, da wurde einer so genannt oder so behandelt, das muss jetzt aber weg, das muss man aber lassen. Ja, und ich glaube, du hast gerade, also was das Thema, weil das eine Frage, die uns Comedians, Komikern, Satirikern, wie auch immer, ja immer wieder gestellt wird und jetzt gerade wieder zur Zeit, darf man denn darüber lachen? Und worüber darf man denn lachen? Und wo muss es, gibt es denn Grenzen für Satire und so weiter? Wo ich immer nur denke, schon, ist ja immer, nein, also erstens mal, es gibt keine Grenze, es gibt kein Formular, es gibt kein Regelwerk. Ich glaube, die Regel oder die Grenze, die du setzt, die ist in deiner eigenen, wir haben vorhin darüber Verantwortung oder Ethik gesetzt. So. Und du musst damit zurechtkommen, als derjenige, der etwas nach vorne bringt. So. Und das nächste ist, wie schlimm ist es, wenn du über bestimmte Themen nicht Witze machen dürftest oder wenn du dir das vorher sagst, wie darüber darf man nicht. Also damit diskriminierst du ja schon allein. Also wenn du sagst, ich darf nicht über Krankheit, ich darf nicht über Tod, ich darf nicht über Dicke, ich darf nicht über Dünne, ich darf nicht über Frauen, ich darf nicht über Männer, ich darf nicht über andere Nationalitäten, ich darf nicht über Weiße, ich darf nicht über Schwarze, ich darf ja nicht, also wo ist die Grenze, was du darfst oder wo nicht? Das geht natürlich nicht. Wenn du jetzt sagst, du darfst, wenn du jetzt heute sagen wirst, du darfst über, ich sage es jetzt platt gesagt, über Schwule, Schwarze, sonst was, also keine Witze mehr machen, nur weil sie so sind. Das ist ebenso diskriminierend. Natürlich darfst du über die Witze machen, wie über die anderen auch. Der Unterschied ist, warum machst du den Witz? Also machst du einen Witz darüber, dass jemand anders ist als du? Und stellst dir und sagst, haha, der ist dick, ha, der ist schwarz, ha, der ist tot. Ja, das ist nicht der Witz. Und, da, ne, und darüber dich da, zu definieren, dass du das nicht bist. So, aber wenn du über das, was mit der Person wiederum zu tun hat, mit dem, wie andere mit der umgehen, wie der Umgang in der Realität mit dieser Person oder was auch immer, es gibt tausend Gründe, worüber du deine Witze machen kannst. Das kannst du. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele nicht verstehen. Also es heißt ja nicht, dass du über etwas nur, dass du sofort Spott, Boshaftigkeit drüber setzen, sondern Humor ist eine Aussetzung, eine inhaltliche und kulturelle Auseinandersetzung mit einem Thema, egal wie. Und da muss alles erlaubt sein.
Du darfst aber oder du solltest nicht Menschen persönlich verletzen in ihren Gefühlen oder in ihrem Schmerz oder in ihren Problemen oder sonst etwas. Das ist, so sehe ich es jedenfalls, das ist nicht der Sinn des Humors. Aber mit dem, was sie tun, wenn sie etwas Blödes tun, wenn sie etwas Falsches tun, wenn sie etwas nicht Gutes tun oder irgendetwas, was es wert ist, dass man darüber spottet, dann darfst du das, egal wer sie sind, wie sie sind, was sie sind und so weiter. Und diese Auseinandersetzung, die eigentlich jedem, der damit arbeitet, mehr oder weniger klar sein sollte, wenn du da eben dann von außen mit irgendwelchen Regeln absetzen, wegmachen oder sonst wie oder löschen oder so vorgehst, dann kommst du eben, dann bist du im Bereich der Zensur. Und das ist etwas, was nicht passieren darf. Ja, und es ist immer eine Frage auch der Art und Weise. Also der alte Kai Lorenz hat den schönen Satz gesagt, der Inhalt muss angreifbar sein, die Art und Weise nie. Ne? Und das finde ich einen sehr schönen Satz. Ja. Also du kannst im Grunde über jeden einen Witz machen oder was auch immer, solange du es begründen kannst und sagen kannst, okay, das und das ist meine Form, darum habe ich diesen Witz gemacht und es ist eingekleidet in etwas oder es ist eben eingekleidet in nichts und dir geht es nur darum, einen Witz überzumachen, dann ist es la pour la, Kunst um der Kunst willen, aber du hast eben keine, da ist keine Aussage drin und dann ist es halt oft auch einfach schlecht, weil Humor ist ja auch nur ein Medium, etwas zu transportieren und nicht um einfach nur zu sagen, oh, das ist halt lustig, der läuft blöd, das ist lustig, sondern dann ist es halt vielleicht schlecht, sondern es transportiert ja irgendetwas. Es ist ein Raum, ein Resonanzraum für etwas anderes, für mehr als das, worüber gesprochen wird. Und man kann jeden Witz machen, wenn es etwas hat, was über den Witz selbst hinausweist. Und dann ist alles, finde ich, legitim. Das ist immer so ein bisschen die Frage. Ne? Ist es, ja, aber das ist genau bisschen, der Punkt. Und wenn du das jetzt nochmal auf das Thema, womit das eben ja anfing und wo wir eben gerade bei dem Thema mit Little Britain und ähnlichem waren, dass dieses vermeintliche Blackfacing oder Rassismusvorwürfe nimmst, dann muss man es bitte auch einmal von der anderen Seite nehmen. Also, wenn du dich auf die Bühne stellst, wie das früher war, und du malst dir das Gesicht schwarz, einfach nur, wie es damals aussieht, ne, und stellst dich hin, damit die Leute lachen, wie, guck mal, ich bin weißer, aber jetzt habe ich mich schwarz gemacht, jetzt bin ich, ne, hahaha, ein lustiger Schwarzer. Ist das natürlich, also das ist, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, das ist nicht witzig, sondern das ist überheblich und rassistisch und ist ekelhaft, weil du machst dich darüber lustig, dass er eine andere Hautfarbe hat, das soll der Witz sein und damit machst du einen Scherz. So, wenn du jetzt aber, wenn zu deiner Kunstform gehört, dass du verschiedene Rollen, egal ob noch dicker oder anders oder glatze oder sonst was machst, also und du machst dann auch die Hautfarbe, ist das nicht im Entferntesten damit vergleichbar. Ein Beispiel bei mir, weil ich kriege das auch, wenn man immer ich mal in der Mattscheibe jemanden spiele und irgendwie die Haut schwarz oder sonst wie mal, muss ich auch dazu sagen, Leute, ich mache zum Beispiel, ich spiele jede Rolle so, also ich mache eine Parodie auf das, was wir sehen und das mache ich so gut wie ich kann nach. Das heißt, wenn der eine Glatze hat, kriege ich eine Glatze. Sonnenbrand hat, kriege ich Sonnenbrand. Wenn er weißer ist als ich, werde ich weißer gemacht. Ich kann fast alles versuchen zu spielen, außer dünn. Das kriege ich als einziges nicht hin. Sonst kann ich alles versuchen. So, und wenn Roberto Blanco was Bescheuertes macht im Fernsehen und ich spiele den, dann werde ich auch dunkel gemacht. Und ich kriege die Frisur und ich kriege die Hautfarbe und ich kriege das Outfit von dem. Wenn ich jetzt, also wie rassistisch wäre das? Und zwar, wenn ich den jetzt entweder weiß spielen würde, also als einzigen nicht, also die Frisur und das alles nachmache, aber die Haut nicht, weil er schwarz ist, das fände ich persönlich in dem Moment hochgradig rassistisch. Also als würde ich sagen, ja, die Farbe, das mache ich dann nicht. Und oder wenn ich im zweiten Fall, als zweite Möglichkeit sagen will, nein, den kann ich gar nicht, deswegen kann ich den nicht parodieren. Den spiele ich nicht, weil der ist ja schwarz. Und den darf ich dann nicht. Das geht ja auch nicht. Also
So weit müssen wir ja auch mal denken. Es muss doch irgendwo in einem vernünftigen Rahmen alles möglich sein, ohne dass man sich eben immer die falschen Dinge vorwirft und dass man versteht, warum, was, wie gemacht wird und dass man sich nicht über das Falsche aufregt, genauso wie man und dass man nicht wirklich immer nur mutwillig versucht, aus den anderen falsch zu verstehen, wie wir vorhin, wo wir bei dem Taz-Artikel waren, wo du erst einmal Boshaftigkeit und eine etwas so Schlechtes vorwirfst der Autorin, dass du da eben sofort erstmal den Klageweg gehst, anstatt zu sagen einfach, ja, ich fand das nicht gut. Genau, genau. Und die Parodie, und das merkt man ja immer wieder, ist in dem Moment ja überhaupt nicht rassistisch, weil es ist genau wie wenn du einen Blindenwitz machst. Es sind immer die Blinden, die kommen ja und sagen, wenn du einmal etwas irgendwie dich über sie lustig machst, die kommen und sagen, danke. Danke, dass du das machst, weil die Ausgrenzung beginnt für uns damit, dass man uns permanent versucht zu schonen und dass man uns permanent nicht, dass man sagt, bloß nicht, oh, der ist blind. Oder Menschen im Rollstuhl, die sagen, ich bin froh, wenn wir einbezogen werden, weil ansonsten wirst du behandelt wie ein Kranker und du wirst behandelt wie jemand, der besonders beschützt ist. Wenn du nicht in die Gesellschaft gehörst, als wenn du nicht dazugehörst. Genau. Ne? Weil genau, die Ausgrenzung. Das ist viel schlimmer, finde ich auch. Ja, das geht nicht. Ja, das ist ganz, und du ganz setzt furchtbar. Im Grunde grenzt du die Leute aus durch die Ausgrenzung vom Humor. Über den dürfen wir uns nicht lustig machen, der gehört nicht zu uns. Weil zu uns gehört nur, wer Objekt auch eines Spotts oder einer Satire sein darf. Und der darf es nicht, also wird er behandelt wie jemand, den man halt nicht so ganz ernst nehmen kann, weil man ihn eben durch die Gegend fahren muss. Ja, und vielleicht muss man ihn durch die Gegend fahren und vielleicht fährt er auch selber durch die Gegend, aber vielleicht möchte er trotzdem zur Gesellschaft dazugehören und möchte auch hören, dass es über ihn eben auch wenigstens gute Gags gibt, weil dann gehört er dazu, dann ist er normal, dann ist er einer von denen, die genauso verarscht gehören wie die Politiker, wie die Fernsehleute, wie die prominenten Fressen, wie Sportler, wie alle, und dann ist er ein Teil von uns. Und wenn das keine Rolle mehr spielen würde, dann wären wir tatsächlich beim Thema Toleranz, Respekt voreinander, wesentlich weiter. Ich habe neulich mal hier ein Gespräch geführt und habe gesagt, da war Blome hier zu Gast und habe versucht, ihm das klarzumachen. Das ist mir nicht gelungen, dass ich ihm gesagt habe, Respekt ist für mich die Tatsache, dass ich mich über jemanden lustig mache. Woraufhin er mir vorwarf, das sei ein rabulistisches Argument. Habe ich gesagt, nein, es ist das Gegenteil. Humor ist eine Form von Integration. Und es ist jeder gute Witz, jeder gute Gag, der durchdacht ist. Wir reden jetzt nicht über Gemeinheiten und die Witze, über die wir vorhin geredet haben, und dem Motto, juhu, er ist schwarz, deswegen machen wir uns über ihn lustig. Darum geht's nicht. Sondern jeder Gag, der durchdacht ist, ist ein Akt des Respekts. Jede Parodie ist ein Akt des Respekts, weil es diese Person wert ist, behandelt zu werden und auseinandergenommen zu werden. Und dass das Kritik beinhaltet, Spott beinhaltet, ist völlig legitim. Aber es ist ein Akt des Respekts, weil in dem Moment gehört er zur Gesellschaft und wird, weil er Thema ist, im Diskurs ernst genommen, auch wenn er kritisch beleuchtet wird darin. Ja, und du hast eben, und das ist eben das, aber da kommen wir wieder nochmals wieder zu einem anderen Problem, nämlich dass Humor, Satire in jeder Form, egal ob gespielt oder schriftlich oder sonst was, immer noch eine schwierige Rolle spielt in der Gesellschaft und vor allem auch in Deutschland. Also das muss man in diesem Falle sagen, aber das ist jetzt nicht als wie der Deutsche ist humorlos, sondern der Deutsche hat einfach eine ganz andere Entwicklung, was den Humor angeht. Immer noch das Problem, und das ist eben genau das, was du eben sagtest. Ich sehe es eben auch so. Humor ist meine Art der Auseinandersetzung. Wenn ich etwas parodiere, ist es entweder, also gibt es verschiedene Gründe, warum ich das tue. Entweder parodiere ich das, weil ich auf die Absurdität der Aussage hinweisen möchte, weil ich zeigen möchte, wie, also auf ganz einfach gesagt, wie doof ist das denn? Wie bescheuert ist das? Merkt ihr das? So, jetzt deswegen mache ich daraus einen Scherz, damit ihr es vielleicht begreift. Das Zweite ist, du kannst aber auch zum Beispiel eine Parodie oder etwas machen, weil du etwas sehr schätzt. Aber auch kann auch sein, dass du sagst, ich mag das sehr, ich habe das selber, ich liebe das so. Also eine gute Film- oder Fernseh- oder sonst was Parodie zum Beispiel
kannst du gar nicht machen, wenn du das gar nicht auch mögen würdest. Also ich hätte nicht die Wixer-Filme machen können, wenn ich nicht früher die Wallace-Filme so geliebt hätte und auch noch ganz vieles davon liebe. Ich weiß aber auch, wie bescheuert das ist inzwischen. Das ist auch, oder bei Schläferz jetzt auch noch als Beispiel dazu, wenn wir da die schlechten Filme machen, da kommen auch immer welche sagen, das ist doch eine Frechheit, dass ihr euch über die schlechten Filme und dem gehen, das ist Kult, über den darf man sich lustig machen. Leute, man macht das, weil man das auch liebt. Also man macht es auch, weil man das schätzt und ehrt. Und Humor ist nicht nur oder etwas parodieren oder einen Witz über etwas machen, ist eben was anderes als auslachen. Das ist, glaube ich, was heute noch immer viele Menschen nicht verstehen. Auslachen ist, wenn über jemanden, dem es schlecht geht, der dem etwas schief läuft oder der irgendetwas macht, einfach nur sehen, haha, ist doof. Und zu zeigen, ich bin ja besser, bei mir ist das nicht passiert oder ich bin cooler, weil ich lache über den Hund. Das ist eine ganz andere Form. Humor und Lachen hat nichts damit zu tun, dass man Leute nicht respektiert oder dass man sie weniger schätzt oder sonst etwas. Das kann eine Form der Auseinandersetzung sein, es ist aber auch gleichzeitig eine Form der Wertschätzung und auch eine Form des Respekts, weil sonst würde man sich gar nicht damit auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, was wir mal langsam im Kopf hier kriegen müssen, dass Lachen und Auslachen wirklich ein riesiger Unterschied ist. Ja, total. Das hat nichts miteinander zu tun. Und wenn ich dran denke, wie gerne ich bis heute Gottschalk parodiere, einfach nur punktuell, weil es einfach Spaß macht, weil ich den einfach, weil es für mich eine Jugendgestalt ist und weil ich es einfach lustig finde, weil gerade die Endphase einfach unglaublich komisch war mit seinem hier, da und gucke mal, ja, hier ist er, der Kalkofe, was hat er, was macht er? Ah. Und es ist einfach, es macht Spaß, es ist einfach lustig. Und eben aus einer tiefen Sympathie und einem riesigen Respekt für Lebensleistung dieses Mannes. Und das hat zum Beispiel überhaupt gar keine satirische Note. Und bei anderen, bei Politikern oder wie auch immer, hat es das dann schon. Und es ist einfach, es hat diese ganzen Dimensionen. Und es gibt darin auch jenseits von Kritik etwas Liebevolles. Der Figur gegenüber, die parodiert wird. Und dafür ist aber kein Verständnis. Dafür ist leider wenig Verständnis da, sondern es wird dann erwartet, der will ihn jetzt fertig machen, was hat er denn jetzt gegen den? Die Frage wirst du wahrscheinlich auch, was haben Sie denn gegen den? Ich habe doch gar nichts gegen den. Ja, Sie parodieren den so. Ja, ich versuche den nur so treffend wie möglich im Repertoire zu haben, sodass Sie drüber lachen können oder du drüber lachen kannst, weil du ihn siehst und plötzlich neu wahrnimmst. Und das hat doch zunächst mal überhaupt nichts mit einem Urteil oder einer Verurteilung oder einer Kritik zu tun. Über die kann man dann separat reden. Ja, und das ist eben genau dieses, du hast eben eine gute Parodie oder eine gute Satire hat ja auch immer etwas eben, wie schon gesagt, mit Respekt zu tun und dass du auch irgendwie dass du versuchst, das zu verstehen und dass du das Positive und das Negative, dass du beides da reinbringst. Also einfach nur hahaha ist das, was ich so, da merkst du halt so, das sind die Schlechten, du machst dir einfach nur darüber lustig, über zwei, drei Merkmale oder irgendwie sonst etwas, aber wenn du dich wirklich mit einer Figur auseinandersetzt und irgendwie etwas dazu machst, dann ist das viel, viel mehr. Und das ist etwas, was wir nicht so sehr gelernt haben oder was den Menschen, glaube ich, schwerfällt, weil sie, der Großteil der Menschen, das erkenne ich immer mit Schrecken, haben auch ein Problem mit der Selbstironie, also mit Ironie sowieso, dass du etwas sagst, was nicht eins zu eins so gemeint ist, ist bei vielen Menschen schwieriger, wenn ich da so rede und wie oft ich merke, wie der andere hat überhaupt nicht gemerkt, also obwohl ich aber das meiner Ansicht nach klar von der Sprache her und so schon irgendwie gemacht. Aber die merken es gar nicht, dass du etwas übertrippst, weil du das Mittel der Ironie benutzt. Die verstehen es einfach nicht, sondern nehmen es eins zu eins und sind dann böse oder sagen was und reagieren dann anders drauf. Und viele eben vor allem mit der Selbstironie, also dass du auch lernst, über dich selber zu lachen. Das ist ja etwas Kulturelles auch, was in manchen Kulturen gibt es das gar nicht. Und bei uns ist es eben auch sehr, sehr schwierig, weil viele Leute einfach so damit leben, den Respekt vor sich selber aufzubauen, den sie, glaube ich, von dem sie, glaube ich, auch selber wissen, dass sie
und dass der in Wirklichkeit gar nicht so extrem existieren kann, wie sie den eben dann aufbauen. Aber sich alle Fehler von sich selber fernzuweisen und eben nicht über sich selber lachen zu können, ist mit das Schlimmste, was passieren kann. Und wenn du das nicht kannst, kannst du auch nicht, verstehst du auch nicht, was Ironie und was Satire ist. Wenn du das nicht lernst, Null. wenn du das nicht hast, deswegen gibt es auch so viel, wie wir vorhin ganz am Anfang hatten, von unbegründeter Aggression. Deswegen gibt es, dass die Leute aufeinander zugehen, sie in die Schnauze hauen, anstatt mal zu lachen und dann gemeinsam ein Bier zu trinken, weil es einfach dieses Nicht-Begreifen und dieses sich zu ernst nehmen und alles etwas zu ernst nehmen und Humor nicht als einen Teil des Lebens anzunehmen, dass das wichtig ist. Also, dass wir ohne Humor könnten wir überhaupt nicht in unserer heutigen Zivilisation mehr überstehen. Wir könnten nicht mehr überleben, wenn wir nicht Humor hätten und wenn wir den nicht ein bisschen Das ist übrigens, pflegen. was Thomas Bernhard sehr schön schreibt an einer Stelle. Die meisten Menschen sind zur Karikatur unfähig. Sie nehmen das Leben ernst bis mit ihrem widerlichen Ernst bis zum Ende, nehmen sie alles ernst. Und er schreibt das so geil, weil es so dieses, eben mit ihrer permanenten Ernst nehmen sie das ganze Leben und sie sind nicht in der Lage, alles zur Karikatur zu machen. Und darum geht es doch eigentlich, die Möglichkeit zu haben, die ganze Welt zur Karikatur zu machen. Und zwar frei zur Karikatur zu machen. Nicht mit dem Label, oh, über den nicht, über den auch nicht, über den auch nicht, ah, treten wir da falsch, ah, tun wir da einem weh. Ja, vielleicht tut es weh. Vielleicht, ja, kann sein. Aber frei zu sagen, ja, ich habe die Freiheit, die Welt zur Karikatur zu machen. Ich habe die Freiheit, jeden zu parodieren, zu ironisieren, was auch immer. Und da ein Lachen entstehen zu lassen, einen Humor entstehen zu lassen, und möglichst auch den bei denen auszulösen, den es trifft. Und dann ist, wie großartig ist das denn? Und dass wir uns darin ohne Not so sehr beschränken und so sehr selbst zensieren, dass wir die, und dass sozusagen wir untereinander ohne die Seehofers dieser Welt und ohne dass es eine gesetzliche Grundlage und zum Glück ohne dass es in Deutschland bisher eine ernsthafte politische Gefahr gäbe, ernsthaft selber uns gegenseitig zu den härtesten Staatsanwälten machen, die sich erklären wollen, was erlaubt ist und was nicht. Das ist schon ein bitteres Kennzeichen der Gegenwart, finde ich. Ja, und dann kommst du eben nochmal zu einem anderen Punkt, wenn du da siehst, eben auch, wie dieses nicht mit Humor umgehen können und aber auch, wie schwer es dann wiederum ist, mit Humor manche Dinge auf der Welt zu sehen, weil du überholt wirst davon. Also als Beispiel finde ich zum Beispiel, dass jetzt eben Trump, wenn wir auf den noch einmal kurz zurückkommen wollen, eigentlich hat er doch uns Satiriker und Humoristen beschämt in gewisser Weise, weil er gezeigt hat, ja, man kann es schaffen, dass du fast schon unangreifbar bist für Humor, weil du dich selber zu einer Karikatur- und Satirefigur machst, darin aber so ernsthaft bleibst. Und der ist doch fast unangreifbar geworden für uns. Wir haben am Anfang doch irgendwie alle, glaube ich, gedacht, wie, was für ein Geschenk dieser Mensch. Der ist ja so, also der ist ja wie eine, wie, der ist ja wie gezeichnet für einen Parodisten. Der ist ja wie gemacht. Ja? Und dann merkst du, na, der benimmt sich noch schlimmer und sagt Dinge, die du dir selbst als Parodist und als Satiriker und als Comedian nicht trauen würdest, weil es zu übertrieben oder zu bescheuert einfach wäre, dass du ihn dadurch nicht mehr angreifen kannst. Wenn du selber als Cartoon-Figur dich so sehr etablierst und so ernst nimmst, frei von jedem Humor, der hat ja keinen Hauch von Selbstironie oder sonst irgendetwas, sondern wenn du das einfach strikt weiter behauptest und wenn du deine eigene Lüge immer weiter wiederholst, ohne sie je zuzugeben, dann bleibt sie für dich und für einen Teil der Menschheit wahr. Und dann kannst du eben das einfach weitermachen und selbst der Humor und selbst die Satire und die Ironie prallt an dir ab, weil du sie schon überholt hast. Das ist etwas, was mich auch
wirklich schockiert und verärgert und auch fast wütend macht, weil ich denke, das kann doch nicht wahr sein, dass so einer Idiot wie der das wirklich schafft, dass er selbst die Satiriker ihn zu einem großen Teil zum Schweigen bringt, weil du einfach erschöpft bist, weil du gar nichts mehr sagen kannst, weil wenn du das einfach wiederholst, was der sagt, sagen dann alle, komm mal auf, ja, bist du, komm, sag's doch nicht nochmal, weil dem nimmst du, da nimmst du alles ab. Das ist da, jeder Redakteur würde dir alles wegstreichen. Du selber würdest sagen, also nein, nein, das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu übertrieben, das glaubt keiner. Das, also, da ja. habe ich nicht gedacht, dass das geht. Ja. Dass das möglich ist. Im Nachhinein betrachtet ist die einzige Figur in der Geschichte, wo es wirklich so funktioniert hat, ist Hitler. Und ich vergleiche jetzt nicht Trump so mit Hitler, sondern ich sage nur, in der Form der Rezeption war es ähnlich. Du hast es auch nochmal vielleicht in Erdogan oder ähnliches. Du hast ja die meisten, die in so einer rigiden Art sich selber inszenieren und einen solchen Hype um sich bauen, sind ja meistens Figuren, die sich auch sehr für Satire, Karikaturen und als Witz eignen, weil sie sind ja nicht gerade, es sind ja nicht die George Clooneys dieser Welt, die irgendwie so cool kommen, wo du so denken würdest, wow, auf Instagram kriegst du alle Daumen hoch, erstmal wenn du ein Foto von dir zu Hause postest, sondern es sind ja Leute, die auf eine ganz andere Art damit eingehen und die andere Leute manipulieren, irgendwelchen Wut oder sonst etwas von denen kanalisieren und sich als Messias für sie quasi inszenieren. Und Hitler ist der Letzte, wo du einfach doch heute im Nachhinein denkst, das ist doch die geborene Figur für Parodie und für Satire. Es kann doch gar nicht sein, dass so viele Abertausende Menschen den ernst genommen haben. Und zwar nicht nur ernst wegen seiner Aussagen, sondern auch, dass die Frauen denen zugejubelt haben und die Babys haben küssen lassen. Und das ist so, wow, unser Idol für eine gewisse Zeit lang jedenfalls. Ja. Und bei Trump, wenn du das siehst, er hat ja auch noch diese Anhänger, die da stehen und sagen, ja, der ist ganz toll. Das kann ich einfach nicht begreifen. Aber dass du wirklich die Satire durch dich selber aushebeln kannst, finde ich, ist auch schockierend. Das ärgert mich. Und da denke ich, da ist die Grenze der Satire. Da sehe ich die Grenze der Satire. Genau. Trump ist die Grenze der Satire. Weil er sie selber schon überschritten hat. Ja, und die Frage ist doch auch, wie können sich Menschen, was ist in Menschen los, dass sie ernsthaft einfach jemandem hinterherlaufen, der Dinge behauptet, also der einfach sich, also die Unverfrorenheit der unbewiesenen Behauptung, damit durchzukommen, ja. Einfach zu sagen, nee, die Umfragen bitte nochmal machen, die sind leider falsch, die sind nicht so, wie ich sie wollte, bitte mach die nochmal, ja. Das ist falsch, es kann einfach nicht sein, also Wahrheit völlig zu verdrehen mit einem einzigen, einfachen Satz, aus Wahrheit Lüge zu machen und aus Lüge Wahrheit zu machen. Und das und da sagen die Leute, ja, aber das ist leider das ist die Anschlussfähigkeit des Unterkomplexen. Das ist die Anschlussfähigkeit des, ist aber anders, ist aber so. Das ist die große Gefahr, die in der scheinbaren Einfachheit liegt. Nämlich, ich behaupte ja. Das, ne? Es ist nicht, es ist auch nicht so. Es ist völlig anders. Und alle lieben mich. Wenn du einfach daran gehst, dass du eine Lüge oft genug wiederholst und sie nicht selber zugibst. Also ich glaube, eine Lüge wird eben dann erst zu einer Lüge, wenn du sie zugibst selber. Und wenn du die einfach, ja. Aber das kann kaum jemand, weil du brichst ein. Also andere, also auch ohne Folter brichst du irgendwann, glaube ich, die meisten Menschen würden einbrechen, sagen, es ist okay, es war gelogen, ich kann gar nicht mehr, ich muss lachen auch, oder irgendwas. Aber wenn du das wirklich so wie der so konsequent machst, das finde ich ist so unfassbar. Und auch zu jedem, also das ist, davon leben ja Komödien seit Jahrzehnten davon, dass du Figuren erschaffen kannst, die einfach immer versuchen, alle Scheiße, die sie bauen, irgendwie wegzulügen oder da irgendwie, ne? Also Fawlty Towers oder so, die wir gerade vorhin erwähnt haben, ist so ein schönes Beispiel, weil Basil Fawlty, der alles falsch macht und immer versucht, es irgendwie wieder schön zu reden und irgendwie wieder, ne, so, oder Ricky Gervais-Figuren und so weiter. Aber Trump macht das ja. Also das ist ja wirklich so unfassbar. Und dann siehst du das, also das, was er da jetzt war mit dieser Nummer, wo wirklich die Demonstranten mit Tränengas weggebombt wurden, damit er da durchgehen kann, um dann mit der Bibel dieses Foto zu machen. Diese ganze Geschichte ist so voller Absurditäten, die du überhaupt nicht mehr
Also aus Gründen dass es zu übertrieben ist, die nicht mehr machen. Und dann aber wirklich noch die Geschichte davor, wo er aus Sicherheitsgründen in den Bunker gebracht wurde. Und dann schreibt er 2 Tage später, nein, ich war aus Inspektionsgründen. Finde ich eine der besten Lügen, die ich mir seit langer Zeit gehört habe. Aber sagen, Ja. ja, draußen sind gerade Unruhen der größten Art, wie wir sie selten hatten. Ein guter Zeitpunkt, mal eine Inspektion im Bunker zu machen. Da mal gucken, ob noch die Glühbirnen alle funktionieren. Also, überhaupt, also alle, das ist so absurd, das kannst du einfach gar nicht mehr machen. Aber da der das einfach macht, kommst du dann nicht mehr gegen an. Der ist so, also Nee. so dreist, dass du nicht mal mehr die Dreistigkeit enttarnen kannst. Was hat er gemacht, dieser Ja, Mann? Ich genau. bewundere ihn in dieser Frage. Das ist unfassbar. Das ist echt. Der hat uns fast besiegt. Das darf nicht passieren. Ja, es ist Also ich irre. bin, aber dass ich da nur wirklich sitze und erschüttert bin, weil ich weiß, ich kann da gar nichts mehr zu sagen, weil der hat uns aufs Kreuz gelegt durch seine pure Idiotie und die er so konsequent lebt wie kein anderer. Das darf doch aber nicht geschehen. Was machen wir da? Wie gehen wir da ran? Ich weiß es Ja, nicht. aber Bin ich echt überfragt. du siehst, dass alle Medien, also du siehst, dass alle Medien, alle Qualitätsmedien, New York Times, Washington Post, die ja nichts anderes machen, als ihm permanent hinterher zu recherchieren, als permanent ihm seine Lügen vorzuführen, permanent aufzuklären, zu sagen, das war falsch, hier war Fake News, da hat er was Falsches behauptet, so viele Lügen waren es dieses Jahr. Das wird ja alles veröffentlicht, das wird alle, die Gegendarstellungen sind ja überall da. Und du siehst, wie wenig sie im Verhältnis zu dem, was Trump macht, wirklich durchdringen, weil man immer in der Komplexitätsfalle steckt und damit auch in der Defensivitätsfalle, weil du eben andauernd immer hinterherhinkst, indem du relativierst, einordnest und sagst, ja, stopp, nein, es stimmt so nicht. Richtig ist vielleicht der Teil, aber im Grunde ist es falsch, weil damit wirst du quasi zum Fußnotenschreiber. Und damit hast du einen, der permanent vorausläuft und der sagt, ist aber anders. Ich sage, das hat überhaupt nicht stattgefunden. Und dann schreibt man auf, naja, so stimmt's nicht, es hat schon stattgefunden, weil, aber es hat an diesem und jenem Ort stattgefunden und deshalb, und wie wir alle wissen, Fußnoten werden nicht gelesen. Und Ja. das ist der Zauber des Populismus, das meine ich mit der Anschlussfähigkeit oder dem Zauber der Einfachheit, des Simplen. Es ist so und alle anderen stehen, du bist die Sonne und alle anderen stehen im Schatten, egal wie sehr du leuchtest. Und das macht es so problematisch. Ja, und eben dieses wirklich, was wir vorhin ja auch schon einmal hatten, dadurch, dass jeder irgendwie ein Medium ist, du suchst dir das Medium jetzt heute, du suchst dir die Wahrheit nicht mehr nach dem aus, wo du sagst, wer sagt denn die Wahrheit oder welche Quelle nehme ich denn also bisher als neutrale Quelle an, die die Wahrheit sagt, sondern du kannst heute dir zum größten Teil sagen, wie ich suche die Wahrheit, die mir gefällt. Also du findest eine Genau. Medienseite, die wie auch immer. Es muss nicht mal ein Blogger sein, das kann eben auch irgendeine Seite, die aber so getarnt ist, die aussieht, wie als wäre sie eine Zeitung oder irgendwas, und du suchst dir die, weil du sagst gerade, ja, das finde ich ist okay, weil ich habe die andere Wahrheit, ist mir gerade zu kompliziert. Aber die finde ich ist ganz interessant. Ah, das ist doch gar nicht so schlecht. Und da suchst du da und da findest du auch 5, 6. Und das ist eben auch so was. Wir sind in einer Zeit angekommen, wo du dir die Wahrheit nach dem aussuchst, wie sie dir gerade passt und wie du sie gerade gut Ja. findest. Und da kommt jemand wie Trump und sagt, ich mache so, wie ihr die haben wollt. Also ein Großteil von euch, die sich gerade irgendwie so schlecht fühlen und so weiter. Ich betrüge euch gerade, also ihr seid zwar gerade meine Hauptopfer, aber ich biege euch das so hin, dass ihr euch gut fühlt für einen kurzen Moment. Und da machen sie dann mit. Und daran siehst du dann auch wieder, wo wir wieder bei dem Punkt Barbarei und was angekommen sind, das ist halt der Mensch. Ne? Also so einfach funktionieren wir in manchen Punkten. Also so einfach und so dumm sind wir halt leider und lassen uns als Menschheit an sich sehr, sehr viel leichter in irgendeine Richtung bringen oder manipulieren, als wir so denken. Ich denke ja auch mal, also wenn wir jetzt nur einfach zurückgucken, in den 8 Wochen, was sich da getan hat, und wir haben heute auch, glaube ich, trotzdem nur Teile von dem, was man noch alles hätte besprechen können und erzählen können, überhaupt angehen können. Wenn wir jetzt auch nur eine kurze Pause wieder machen, wir haben genug, um wieder einige Stunden zu füllen, oder? Also das ist ja gerade dieses, Unbedingt. was wir lernen, was wir schon.
damals gelernt haben, dieses täglich neu dazu und jeden Tag verändert sich das. Und wenn wir nur gucken, was sich in den letzten Wochen verändert hat, ich freue mich auf das nächste Gespräch, habe aber auch schon fast ein bisschen Angst. Wer weiß, über was wir da alles reden werden, wer weiß, was bis dahin noch alles geschehen ist, weil einige von den Dingen, die wir heute so hatten, hatte ich gedacht, das müssen wir hoffentlich nicht drüber sprechen. Einiges wieder so schlimm, so bescheuert, so schrecklich wird. Ne? Also ja, so geht es mir auch. Insofern bin ich gespannt, was bis zum nächsten Mal passiert. Aber ja. wir setzen das fort. Und andere Themen, so kleine Themen, das merkt man dann auch, so, selbst sowas wie was ja eigentlich auch interessant ist, wie Amtor oder was, das ist jetzt viel zu klein schon, ne? Also das ist jetzt schon viel zu, also gegen das, was wir heute ansonsten hatten, ist es schon viel zu banal. Da denkt man schon so, ach Gott, da musst du jetzt gar nicht mehr drüber reden. Also sonst wäre das wahrscheinlich auch ein großes, hätte man lange drüber reden können. Jetzt sagt man schon so, ach komm, gegen das, was sonst so groß ist. Absolut. Und ich hatte mir noch so viel vorgenommen, worüber ich noch mit dir reden wollte. Zum Beispiel wollte ich gerne mit dir über die Entwicklung von Maischberger in den letzten Wochen reden. Über die Kommunikation beim Thema Black Lives Matter, als George Floyd war, wie Maischberger umgeht. Ich hätte so gerne mal wieder über Talkshows auch mit dir geredet. Über die Entwicklung von unserem lieben Freund Markus Lanz und seinem Freund Karl Lauterbach, der bei ihm eingezogen ist. Alles schöne Themen, aber die heben wir uns auf, die gehen uns nicht verloren, Olli. Genau, die schieben wir auf das nächste Mal. Da haben wir dann wieder ganz viel auf dem Zettel. Ne? Und da werden wir dann gucken. Und wie gesagt, ich verspreche, dass das nächste Mal wird es hier irgendwie besser laufen. Und wenn ich da selber bei Vodafone vorbeifahren muss, damit das irgendwie klappt, oder auch Telekom oder wo auch immer. Wir wissen ja nicht, wo es dran gelegen hat, aber das werden wir schon noch rausbekommen. Das kriegen wir schon noch alles. Ich rufe da morgen mal an bei dem Ron Sommer oder dem René Obermann oder wer auch immer da gerade der Chef ist. Ich weiß es nicht. Aber ich rufe unter dem Höttges oder wer auch immer. Du morgen scheißen die morgen mal richtig. Da werden wir mal morgen. Absolut. Mal weißt du, mit unserem Promi-Bonus machen. Sorgen wir da mal und räumen wir auf. Und ich sag mal so, zur Not verklagen wir die. Da machen wir da einfach. Genau, wir sind ja genau wie die weg. Sagen wir einfach mal. Ja, wir sind ja genau wie die wir kritisiert haben. Wir rufen einfach der Telekom und irgendein armer Typ, der gerade erst zum ersten Mal im Callcenter sitzt, wird direkt zusammengeschissen. Hallo, ich heiße Kalkofe und ich heiße Schröder und wir hatten gestern eine schlechte Leitung. Was ist denn da los bei euch, Pennern? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin also hier nur an der Hotline. Ja und? Das ist mir egal. Ihr habt mit einem anderen Prominenten was gemacht und die Leute haben Probleme, das zu verstehen. Das geht doch nicht. Das müssen wir nämlich mit uns nicht machen lassen. Ne? Also morgen wird's brummen. Ich kann mir vorstellen, dass die Hotline bei Telekom und Vodafone morgen abgeschaltet werden, weil die schon jetzt Schiss haben davor, dass wir uns melden. Zu Recht. Richtig. Zu Recht. Also auch an allen anderen Kunden. Wenn morgen irgendwie die Leitungen da alle zu sind, das liegt an uns, weil die sich jetzt schon nämlich da einscheißen und die ganzen Leitungen kappen. Aus Angst, aber wir rufen auch übermorgen wieder an. Wir machen euch fertig, Leute. So, das heißt Drohung zum Abschluss. Genau, und zwar bis alle Mitarbeiter mit Migrationshintergrund und genau. Genau. Und das so lange, bis alle Mitarbeiter. Ich möchte das nächste Mal bei dir ein Telekom-Mitarbeiter und bei mir ein Vodafone-Mitarbeiter hinter uns steht und entschuldigt. Die entschuldigen sich dann bei den Leuten, die zugeguckt haben. Persönlich. Da müsst ihr und wenn, sie, und wenn so. Sie Migrationshintergrund haben und einen Dialekt sprechen, dann müssen sie es trotzdem, dann nehmen wir keine Rücksicht. Egal. Machen wir fertig. So, da haben wir doch große Pläne. So machen wir das. Ja. Das finde ich sehr schön. Und es hat wieder großen Spaß gemacht, muss ich auch sagen. Es war wieder ein langer, schöner Abend und trotz technischer Probleme, selbst als Standbild ist es sehr schön mit dir. Und auch wenn ich dich nur eben, wie gesagt, in irgendeiner seltsamen Alien-Stimmensprache höre, auch das ist cool. Selbst das macht Freude. Aber nächste Mal vielleicht wieder Dank. In der menschlichen Version. Gerne. Würde mich sehr freuen. Viele Leute sagen, ach, der Schröder im Standbild ist besser, als wenn er sich bewegt. Insofern, vielleicht habe ich dir was erspart. Zum Wohl. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, wie auch immer. Und wir sprechen uns wieder. Sobald du wieder da bist, gibst du ein Zeichen, wenn du wieder ansprechbar bist. So machen wir das. Ja? Ich freue mich sehr.
Olli, danke. Tschüss. Ciao. Prost. Tschüss und an alles alle. Gute. Danke. Ciao. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao.